Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 133. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Wir wollten eigentlich zu dritt sein, aber leider geht's ihm auch nicht so gut. Er hat irgendwie Magenprobleme. Hat wahrscheinlich wieder eine gute Bettsupfer weggespeist und dann liegt er erst eine Weile flach. Er hat irgendwie so Gamer-Food ausprobiert mal wieder oder sowas. Mit dem Podcast. Who knows? Ja, gut, aber dann. War jetzt aber relativ kurzfristig. Also ich habe, war jetzt erst vor einer Stunde oder so, ne? Das war das. Ja, es ging mir auf einmal ziemlich schlecht, ja. 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 Naja, wird schon wieder. Gute Besserung. Richtig. Ja, ich habe auch jetzt überlegt, ob wir die ausrichten sollen, aber ich vermute mal, wenn die Folge rauskommt, dann wird er schon wieder fidel durch die Gegend springen. Wer weiß. Naja, er liegt jetzt wahrscheinlich im Gamerbett und ruht sich. Das ist ja okay. Jo, was machen wir denn heute? Eigentlich wollten wir dem Olli die ganze Arbeit überlassen und er wollte ein bisschen über den Flight Simulator erzählen. Das klappt dann nicht. Vielleicht nächste Woche müssen wir mal gucken. Es kommen auch noch einige andere Themen nächste Woche, aber gut, da schauen wir mal. Ja, was machen wir? Wir sprechen natürlich über diverse News. Und dann würde ich sagen, hauptsächlich noch über Black Myth Wukong, das vorgestellt wurde, das Spiel, und Gotham Knights, was jetzt gerade vor ein paar Stunden erst vorgestellt wurde. Und ja, mal gucken, was wir so davon halten, würde ich sagen. Und wir haben sehr viel Hörerfeedback heute auch noch. Ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, was wir so gespielt haben. Ich habe eigentlich kaum gespielt, aber ich würde gerne kurz eine kleine Empfehlung loswerden zu einem Video. Und zwar hat ein Fan einen Trailer gemacht, der nennt sich Bel Air, also wie beim Prinz von Bel Air, die alte Will Smith Sitcom. Und der hat das Ganze ein bisschen ernster aufgezogen. Ist halt, wirkt eher so wie Straight Outta Compton fast schon. Und dass er dann halt irgendwie, aber dann da eben nach Bel-Air geholt wird und da bei der Familie lebt und dass das halt alles eher dramatisch ist als lustig. Hat mich teilweise ein bisschen erinnert an OC California. Falls das jemand kennt, einige. Da gibt's auch solche Szenen. Hat alles ein bisschen dramatisch. Ich fand den Trailer ganz cool und tatsächlich hat Will Smith auch drauf reagiert und gesagt, oh ja, okay, interessanter Ansatz. Vielleicht kann man da was draus machen und ja, mal schauen, ob da was kommt. Jo. Ja, es trifft so ein bisschen den Zeitgeist, finde ich gerade so, ne? Ja, es ist auf jeden Fall in der Jetztzeit angesiedelt und genau den Problematiken, die da wahrscheinlich auftauchen, wird das auch einigermaßen passen. Ja, eine coole Idee auf jeden Fall und man überlegt wohl auch, die Schauspieler direkt zu nehmen, die auch in dem Trailer vorkommen. Oder ich weiß gar nicht, ob das in dem Sinne Schauspieler sind oder ob es halt einfach nur Laiendarsteller sind. Ja, das wäre halt mal ein geiler Quereinstieg nach Hollywood, ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Die haben das schon ganz gut gemacht in dem Trailer, kann man nichts sagen. Also, ja, könnte man sich schon vorstellen, dass da eine Serie draus geben könnte. Genau. Ich dachte mir erst so, ja, okay, jetzt kommen die wieder in Hollywood mit Crossover und haben keine neuen Ideen und modeln das irgendwie um für die Gegenwart und machen das ein bisschen zeitgemäßer und oft dramatisch. Und dann habe ich halt erfahren, ja, okay, das hat ein Fan gemacht. Und dann war ich so, oh, krass, okay. Vorher war es mir halt relativ egal. Ich war schon so ein bisschen anti, aber das finde ich schon cool dann irgendwie. Ja, der Kontext macht es dann doch aus, ne? Ja, das ist wirklich so. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Wir verlinken das Video natürlich mal, falls es nicht eh schon mitgekriegt habe. Ich denke mal, das ist schon ziemlich gut durchs Internet rumgegangen, aber wir posten es mal im Forum. Was hast du zu erzählen, Dobi? Ich habe Horizon noch weiter gespielt. Bin zwar immer noch nicht durch, aber bin jetzt, glaube ich, so, gehe dem Ende entgegen, wobei ich noch den DLC noch vorm Ende machen will. Also wird es auch da noch ein bisschen dauern. Aber ja, also nach wie vor, die Story wird immer besser, je weiter man kommt. Das ist echt geil gemacht. Also, wie man das alles irgendwie so entdeckt, was da vorgefallen ist und was da abgeht in der Welt und so. Das ist echt, echt super gemacht, auch vom Pacing her und so, da passt einfach alles. Keine Beschwerden da. Wo ich Beschwerden habe, ist, ich habe nämlich auch versucht, den Microsoft Flight Simulator zu spielen, weil der Olli den ja ausprobiert hat und ich habe gedacht, wir reden da heute drüber als Hauptthema, das war ja der eigentliche Plan.
Und da ich ja auch noch den Game Pass habe, ich meine, Flugsimulatoren jetzt als solche sind jetzt nicht so meins, aber es hieß ja, es gibt auch wahnsinnig viele Hilfestellungen und so, man kann das schon irgendwie machen, auch als Laie. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ziehst du dir das Ding jetzt mal runter und guckst es einfach mal an, auch wegen der Technik, wegen dieser Streaming-Technik und so. Und dann habe ich halt gedacht, naja, mach's halt mal. Jetzt ohne den großen Anspruch, das jetzt irgendwie ewig lang und besonders anspruchsvoll zu spielen, aber halt wenigstens mal reinschauen. Und ja, ich bin nicht über den Installationsprozess hinausgekommen, weil der ist echt beschissen. Also, nee, also echt, ich habe noch nie so viele Probleme gehabt, damit ein Spiel zu installieren. Das ist ja wirklich kein Hexenwerk, ja. Aber die Geschichte jetzt, also das habe ich noch nicht erlebt gehabt. Das ist ja, das Ding sagt erst, es will irgendwie 125 GB Festplattenspeicher oder sowas von dir haben. Im Xbox Store Dingens, Bummens. Und dann suchst du dir halt eine Festplatte aus, wo das gerade geht. Und dann fängt er an, runterzuladen und lädt ungefähr, weiß nicht genau, 50 Megabyte oder so runter. Und das ist dann nur der Client. Dann startet er den Client. Also du bist dann, gehst dann schon ins Spiel. Du musst doch, der startet also so richtig, ne, mit den Intro-Videos, siehst du dann das Asobo-Logo und so. Und dann geht er quasi ins, wo das Hauptmenü kommen müsste. Kommt dann erstmal Content Manager. Hat festgestellt, sie brauchen Updates. Und dann geht's auf Update und dann fängt er den eigentlichen Download an. Das heißt, der eigentliche Download findet im Spiel statt, was ich schon mal total bescheuert finde, dass das nicht wie bei jedem anderen Ding in einem Installationsprogramm einfach stattfinden kann. Aber nee, okay. Du musst quasi ein Vollbildprogramm laufen lassen, damit du es installieren kannst, oder? Du kannst es auch im Fenster laufen lassen. Allerdings, bei mir war es dann so, das habe ich eben auch gemacht. Ich habe es dann im Fenster laufen lassen und habe es halt weggetappt und habe irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, ich habe noch Horizon dann gestartet nebendran. Das ging auch ganz gut. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie große Ressourcen verbraucht hätte oder so. Also das hat dann schon gepasst. Aber dieses Fenster hat sich bei mir bestimmt, ich habe erst gedacht, ich habe es selber gemacht aus Versehen, aber das ist dann 3-4 Mal passiert, dass sich das irgendwie von selber auch geschlossen hat. Und dann spricht natürlich auch der Download ab und so, ne? Und dieser Download war auch wahnsinnig langsam. Also der hat mit Sicherheit nicht meine Internetverbindung. Ich meine, ich weiß ja, wie meine Downloadgeschwindigkeiten sind normalerweise bei Steam und Origin und einem anderen. Und das Ding hat ungefähr vielleicht, was weiß ich, also bestimmt 3-4 Mal so lange gebraucht. Und dann hat's halt gemeint, ja, es lädt jetzt irgendwie, was weiß ich, halt diese 90 GB runter oder was das Spiel dann braucht. Und dann hat's auch 78 oder so von diesen 90 GB runtergeladen gehabt über die nächsten 2-3 Tage. Also ich hab den Rechner nicht extra komplett immer angelassen. Ich hab's halt immer angeschalten, wenn ich eh gerade am Rechner saß. Und dann habe ich's halt irgendwann wieder ausgemacht und kam wieder zurück, schalt's wieder ein und dann stand nur noch da, please wait. Und da ist er dann hängen geblieben. Oh, dann no. habe ich im Internet geguckt und dann habe ich gesehen, dass das wahnsinnig vielen Leuten dort schon passiert ist. Da gibt's schon verschiedenste Lösungsvorschläge dafür, dass man in irgendwelche Ordner gehen muss und irgendwelche Dateien wieder löschen muss, damit er die neue runterlädt und dann ordentlich entpackt, weil er sich irgendwo beim Entpacken der Dateien aufhängt. Und dann habe ich das auch versucht, bin aber wieder hängen geblieben dann später. Und ja, dann habe ich jetzt erstmal entnervtes Handtuch geschmissen, weil es kann ja echt nicht sein, dass das ein Download so das Problem ist. Also echt, keine Ahnung, ist jetzt schon das zweite von 3 Spielen aus dem Microsoft Store, was mir solche technischen Probleme bereitet. Ja. Bin echt kein Fan. Nee, ich weiß nicht, ob ich mit dem schon solche Probleme hatte. Bei Halo Guardians hatte ich damals Probleme, soweit ich weiß, aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, bei mir war es so, dass die Halo Master Chief Collection, die hatte teilweise Probleme, sich zu starten. Die hat sich aber wenigstens noch installiert. Und jetzt der Flight Simulator, das Einzige, was einwandfrei lief, war lustigerweise das einzige Early Access Game, was ich ausprobiert habe, nämlich Grounded. Das lief ohne Probleme. Ja. Aber ja, also ganz schön, also sowas habe ich noch nicht erlebt, irgendwie. Keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß, beim Olli hat es einmal frei funktioniert und beim Robert auch, der hat ja auch schon Screenshots gepostet und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei jedem ist, aber es waren echt, also wo ich da gesucht habe auch, das gegoogelt habe hier mit dem Please Wait, da sind ordentlich viele Threads auf Reddit und sonst wo, wo sich Leute beschweren und Lösungsvorschläge angeboten werden. Auch das verrückteste Zeug halt. Ja. Also der Einzige bin ich da nicht. Ja. Schönes Ding. Ja, es scheint auf jeden Fall kein Einzelfall zu sein. Und ja, wenn man überlegt, was Microsoft eigentlich damit vorhat mit diesem Store und dass das so deren wichtigste Vertriebsplattform ist, dann ist das schon ziemlich dürftig, was sie da abliefern. Ja, also begeistert bin ich da bis jetzt nicht. Aber ja, und deswegen, also geflogen bin ich noch nicht.
Sorry. Vielleicht, ja, wenn ich es bis nächste Woche mal geschafft habe, dann, wenn der Olli wieder da ist, dann können wir ja doch mal drüber reden. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon kurz angedeutet. Wir müssen halt echt mal gucken, ob wir das nächste Woche mit unterkriegen. Denn wir haben zum einen diesen Call of Duty Reveal Event, wo wir gleich noch kurz drüber sprechen. Und ich glaube, es gibt da noch diverse Gamescom-Alternativen, die stattfinden diese Woche oder mindestens eine. Und das heißt, es könnte ziemlich viel. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich habe jetzt auch, ich meine, der Olli hat ja einiges, glaube ich, schon zusammengetragen. Also der wird, glaube ich, dann schon irgendwann auch ein Bedürfnis haben, drüber zu sprechen. Ja. Aber ja, ob das dann in einer Woche ist oder in zwei, das muss man halt mal sehen. Ja, nach Support habe ich gelernt, dass wir keine Versprechungen machen sollten, dass wir nächste Woche auf jeden Fall dieses Review bringen. Das funktioniert nicht so gut. Stimmt. Hast du sonst noch was gespielt, was du erzählen willst? Oder versucht zu spielen? Nee, das war alles. Okay. Mir ist tatsächlich gerade noch was eingefallen. Ich habe die ganzen üblichen Verdächtigen gespielt, die ich immer spiele, deswegen habe ich ihn nicht erwähnt. Aber ich habe noch ausprobiert Remnant from the Ashes. Das war ja letzte Woche gratis im Epic Store. Ich habe das hier mit dem Stevie vom Discord eine Runde gezockt. Und ich war ziemlich positiv überrascht. Also das ist ja ein Third-Person-Shooter, da bin ich ja immer schon so ein bisschen anti. Oh. Aber tatsächlich kommt es komplett ohne Deckungsmechanik aus, was ich sehr gut finde. Okay. Und ja, es spielt sich ganz okay. Also ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Könnte man mal ausprobieren. Ist halt ein Koop. Der Dark Souls-Vergleich wird immer gebracht, weil die Bosse halt relativ hart sind. War auch. Wir haben aber nur einen gemacht bisher. Ist jetzt von der Welt bisher nicht so das Allercoolste, ist halt relativ limitiert in dem Platz, den man da hat und so. Und jetzt auch nicht unbedingt das allerschönste Setting, aber die Designs von den Gegnern und von den eigenen Units sind ganz cool. Und die Bosse ist auch. Ist das irgendwie ein zweiter Teil oder irgendwie so ein Nachfolger oder Remake von irgendwas? Weil ich kann mich noch erinnern, Remnant, das war mal irgendwie auch so ein Spiel so aus den 2000ern. Also ich glaube, das ist was komplett Eigenständiges. Ich wüsste nicht, okay, dass das zu irgendwas dazu gehört. Ja, vielleicht verwechselt sich auch gerade. Kann auch sein. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Na gut, aber es ist auf jeden Fall auf Koop ausgelegt. Also, genau. Oder kann man es auch alleine spielen? Man kann es auch allein spielen. Aber okay. Es geht auch noch zu zweit Koop. Also es ist jetzt nicht das Mega-Koop-Game. Okay. Aber allein cool. Ja, und im Epic Store gibt es auch diese Woche wieder gerade Spiele. Und zwar noch bis zum 27.8. Einmal Enter the Gungeon und zum anderen God's Trigger. Und Enter the Gungeon kann ich tatsächlich empfehlen. Habe ich relativ lang gespielt. Ich kann ja gerade mal gucken. Ist halt ein Roguelike Bullet Hell aus der ISO-Perspektive. Und ich habe laut Steam 37 Stunden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, ordentlich. Ich finde andere Roguelikes besser. Ich mag diesen Bullet Hell-Part nicht ganz so gerne. Es gibt eigentlich kaum übergreifende Mechanik, die man freischaltet. Man schaltet zwar neue Waffen und so frei, aber irgendwie machen andere Spiele das besser, finde ich, derart. Aber trotzdem ein ganz cooles Erlebnis. Und God's Trigger habe ich jetzt mal kurz ausprobiert, weil ich das länger auf meiner Wunschliste schon hatte. Man ist halt aus der Vogelperspektive und hat so ein bisschen so einen Hotline Miami-Anstrich, nur vom Gameplay her. Okay, also auch ganz dass du bist schnell tot und steigst schnell wieder ein, so diese. Genau. Diese aber Mechanik. Genau, so ist es eigentlich schon. Es hat aber tatsächlich deutlich mehr Fähigkeiten, was mich überrascht hat. Also bei Hotline Miami kannst du ja halt nur die Basiskampfsachen machen, also Waffe aufheben, Waffe werfen und schießen so ungefähr, zuschlagen. Und hier ist es dann mit irgendwelchen Dashes und Teleports und Wände durchschlagen und du kannst den Charakter wechseln auf einen anderen. Und tatsächlich fand ich das nicht so cool, was vor allem an der Optik lag und der Präsentation. Ich weiß nicht. Es macht irgendwie eher so ein Eindruck, als wäre es in den 90ern entstanden. Optisch, ich weiß nicht warum. Gefällt mir leider nicht und dann habe ich es tatsächlich nicht weitergespielt, großartig. Ja, von daher kann ich nichts sagen. Aber Enter the Gungeon, eine Empfehlung von mir. Okay. Ja, also mir ist es immer egal, ich nehme den ganzen Epic-Scheiß immer mit. Ist ja wurscht. Schadet ja nichts. Joa, ich hole mir tatsächlich eigentlich nur das, was ich als gut einschätze oder was ich wirklich spielen will. Echt? Oh, nee, ja. Nee. Also auch, keine Ahnung, wenn irgendjemand was in den Gratis-Spiele Thread postet, das wird alles eingesackt. Ja, das erklärt auch deine Steam-Bibliothek. Ja, ja, eben. Ja. Zack, ich habe in meiner Steam-Bibliothek, glaube ich, habe es schon mal erzählt, ich habe ja eine extra ich kategorisiere meine Spiele nach Genres in der Steam-Bibliothek. Und ich habe eine extra Kategorie, die nennt sich ZZZ Bundle Bullshit. Und ZZZ deswegen, weil die alphabetisch geordnet sind, dann ist die ganz unten. Und da sind, keine Ahnung, paar Dutzend Spiele dabei, die einfach bei irgendwelchen Bundles dabei waren oder die ich nie spielen werde, die einfach nur drin sitzen.
Ja. Also selbst ich habe für meinen Geschmack zu viel Bullshit in meiner Steam-Bibliothek, obwohl ich eigentlich wenig gekauft habe in der Richtung. Ich habe halt einmal das It-Bundle gekauft, weil ich Quake 3 haben wollte. Und seitdem ist alles vollgemüllt. Ja, ich kaufe jetzt auch nicht so viele Bundles, aber wie gesagt, ich nehme dann auch, also wenn es irgendwas gratis gibt, nehme ich eigentlich schon immer mit. Solange man sich nicht irgendwo anmelden muss oder so, extra. Ja, und dadurch, dass du diese Kategorien hast im Steam, ist es mir echt wurscht. Gut, der Epic Store ist natürlich, also die Epic-Bibliothek ist da natürlich schon zugemüllt. Aber da ist es mir auch egal, irgendwie dann. Weil da habe ich eh Haupt, also ich habe vielleicht drei normale Spiele da drin und der Rest ist alles der ganze Gratis-Schrott. So oft brauche ich das jetzt auch nicht. Das mich irgendwie stört. Das heißt, ich bin eigentlich ein bisschen sauer, weil, und zwar einmal gab es doch die älteren Metro-Spiele beim Epic und das ist die einzige Woche, die ich verpasst habe. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Ansonsten habe ich sämtliche Gratis-Spiele, die es gab. Und deswegen kann ich meinen Account nicht als kompletten Account bezeichnen. Verdammt! Ja. Du könntest sie ja kaufen dort, aber Ich das könnte sie wäre dann auch kaufen. nicht. Genau. Aber es wäre nicht das Gleiche. Du wüsstest ja, dass du sie Ja, nicht auf dem außerdem. richtigen Wege bekommen Ja, hast. und außerdem habe ich sie schon auf GOG. Das wäre jetzt noch bescheuerter. Ja. Es wäre nur, um mein OCD wieder mal zu befriedigen. Ja, das sind echte Luxusprobleme auf jeden Fall. Ja gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben noch Jo. einmal kurz zu erwähnen die aktuelle Verlosung. Der Ja. Robert hat ja letzte Folge schon angekündigt, dass er einmal Horizon Zero Dawn, die Complete Edition, als Steam Key in den Verlosungstopf schmeißt. Und die Verlosung läuft noch bis zum 29.08. Die wird auch sehr gut angenommen, habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, eine von unseren am bestlaufendsten Verlosungen Ja, bisher. ich meine, zu Recht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich noch ein komplett neues, also am PC zumindest halt, das ist ja komplett neu, Vollpreisspiel und wie gesagt, einfach top, top, top. Also ist bei mir könnte gut sein, dass das selbst mit Assassin's Creed Valhalla und was noch alles kommt, könnte es trotzdem sein, dass das mein Spiel des Jahres wird. Ja, das wäre schon Für, krass, für, ne? als PC-Spieler. Ja, vielen Dank nochmal, Robert, dass du das sponsorst. Ja. Jo, sehr cool. Ja, wie schon angekündigt, wir haben relativ viel Hörerfeedback, was auf jeden Fall cool ist, weil wir hatten die letzten Wochen eigentlich nicht so viel. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar haben wir eine Nachricht vom Vanity. Servus miteinander. Schöne Folge mal wieder. Also so oft habe ich jetzt nun auch wieder nicht bei den Verlosungen gewonnen. Ihr hattet letzte Woche darüber gesprochen, ne, dass er schon öfter was abgegriffen hat. Das hatte mich schon, während wir aufgenommen haben, gewundert, dass der Olli das gesagt hat, weil das stimmt, der Vanity hat, glaube ich, zwei Sachen gewonnen oder so. Wir hatten, es war irgendjemand anders. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der Matsuo war oder der Der hatte, Kabutge. ja, die haben, glaube Oder ich, beide relativ viel die gewonnen, haben beide tatsächlich. relativ viel. Wir haben irgendwann haben wir mal gesagt, einer hat uns gehackt, aber also aus Scheiß halt. Aber ja, der Vanity war es nicht eigentlich. Also passt schon. Ja, genau. Ja, und dann schreibt er, wenn es jetzt bei Horizon Zero Dawn nicht klappt, wittere ich auf jeden Fall die große Verschwörung gegen mich. Zum Hardware-Teil. Ich habe mich tatsächlich unter anderem wegen der Garantie auf das Komplettsystem für einen Zusammenbau entschieden. Klar, der PC ist dann natürlich erstmal komplett weg im Garantiefall, dafür entfällt aber die Fehlersuche. Zumal man als Laie auch nicht immer sicher sein kann, dass man den Fehler richtig eingrenzt und dann somit das korrekte Teil zurückgeschickt hat. Zudem ist beim Zusammenbau ohne Übung etwas doof, wenn man dann direkt am neuen Material arbeitet. Da ist ja die fehlerhafte RAM-Anordnung noch das kleinste, wenn aber auch sehr witzige Problem. Da verschrecke ich zumindest zurück. Vielleicht muss ich da einfach mal einen alten, nicht mehr brauchbaren PC zerlegen und wieder zusammenbauen. Im Hinblick auf die Next-Gen-Konsolen finde ich schon es schon irgendwie krass, dass beide Hersteller keinen wirklichen Launch-Titel haben. Auch wenn dies aufgrund der unterschiedlichen strategischen Ausrichtung bei Sony sicher schwerer ins Gewicht fällt. Macht weiter so und streichelt den Giveaway-Bot für mich. Ja, der Giveaway-Bot ist ja der entscheidet, wer tatsächlich den gewinnt. Ja, wir werden den auf jeden Fall nicht beeinflussen. Ja, Jo, zum Hardware-Part. Da hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, wie es aussieht mit PC-Zusammenbau, was da Sinn macht. Ja, selbst kaufen, selbst bauen, wie auch immer. Und die Punkte, die du nennst, finde ich, machen auf jeden Fall Sinn. Ja, vor allen Dingen, also ich stimme dem Vanity auch insofern zu, beziehungsweise habe auch noch einen eigenen Punkt gehabt, der mir dann auch nochmal aufgefallen ist, als ich die Folge zum Schneiden nochmal durchgehört habe. Und zwar eben, hier so, Nino bringt ja zum Beispiel diesen Punkt, dass, genau, wenn du den dann einschicken musst, dann ist gleich der komplette PC weg. Das ist natürlich ein Punkt, der für jemanden wie den Nino,
vollkommen Sinn macht, weil er halt quasi sehr seine Werkstatt unten im Keller hat mit ungefähr 80.000 Komponenten, die überall rumliegen. Da ist es natürlich kein Problem, wenn der mal eins wegschickt. Aber ansonsten, ich glaube, für den Normalverbraucher macht das ja nichts aus, weil ob ich jetzt quasi den kompletten PC wegschicken muss oder sagen wir mal nur oder meine Grafikkarte oder mein Mainboard, der Computer geht so oder so nicht. Also verwenden kann ich den in der Zeit, wo das Zeug weg ist, eh nicht. Ne? Das ist ja dann eigentlich egal. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ging auch um den Punkt, dass man tatsächlich ja den Computer auch sichern muss, wenn man ihn versendet. Dass man halt zusehen muss, dass nicht irgendwie die Grafikkarte rausbricht während des Transports oder so. Ich glaube, das war auch mit unter anderem sein Punkt. Ah, okay. Dass man da beim Transport dann wirklich ja, Glück haben muss. Ja, gut, stimmt, ja. Ja, weil, also wie gesagt, ich meine, wenn du mit den Komponenten, das bringt halt, ich hatte ja das Problem auch mal, wo meine Grafikkarte zwei Wochen nach Kauf dann den Geist aufgegeben hat, die musste ich auch einschicken. Und okay, da muss ich jetzt auseinander, da hatte ich meine alte noch, dann ging's doch wieder. Das stimmt eigentlich. Aber ja, ich glaube, dass für viele quasi, die nicht irgendwie noch Zeug rumliegen haben, immer altes, ja, wenn irgendwas kaputt ist, so oder so, der PC ist erstmal weg. Genau. Ja. Hat er sonst was geschrieben? Achso, ja, wegen der Next-Gen-Konsolen. Ich glaube, Sony hat zumindest Spider-Man zum Start, ne? Auch wenn das natürlich auch jetzt nicht wirklich super krass Next-Gen ist, weil es ja mehr wie so ein DLC wirkt. Aber ich glaube, Spider-Man kommt direkt zum Anfang raus. Das kann gut sein, ja. Das Miles Morales-Ding da, ne? Genau das. Und weiß nicht, kommt jetzt Ratchet & Clank zum Start? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Also, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Und die Frage ist auch, inwiefern das... Also ich meine, das ist zwar schon cool mit dieser neuen Technik und so, aber die Frage ist auch, ob das so den Anklang findet als das große Next-Gen-Produkt trotzdem, weil es hat halt nicht diese, weißt schon, ich meine, normalerweise, ich glaube, die Leute verbinden damit gerne irgendwie so super realistische Grafik und so, und das ist halt, also Ratchet & Clank allein vom Stil her nicht, deswegen. Ja, also es fehlt ihnen halt, ich meine, ich weiß nicht genau, wann 2021 Horizon Forbidden West rauskommen soll, aber ich glaube, das wird so ihr erster richtig großer Titel auf der neuen Konsole werden. Ja. Da gehe ich. Jo, ich würde sagen, dann haben wir das so beantwortet. Dann liest du ruhig mal den nächsten. Jo, der nächste ist von Rikibu. Ist das ein neuer User? Ich habe den Namen. Sagt mir gar nicht. Nö, der hat aber schon mal einmal Feedback geschrieben, aber der schreibt jetzt nicht so okay, viel sonst. Da war ich vielleicht nicht da. Sorry, Rikibu. Okay, er schreibt auf jeden Fall. Hallo, ich fand den Hardware-Teil auch wieder super, vor allem, weil ich mich gerade damit beschäftige, wie ich meinen nächsten Spiele-PC beschaffe. Und ich doch etwas eingerostet bin, was den Zusammenbau angeht. Aber viel nerviger ist Kabelmanagement und so weiter. Daher mal die Frage in den Raum, welche BTO-Dealer sind empfehlenswert? Case King, Alternate, CSL Computer, Dubaro, Ultraforce. Hier auf dem Dorf gibt's leider keinen PC-Schrauberladen mehr, den man mit einem Auftrag supporten könnte. Jo, wir haben ja schon im Discord ziemlich ausführlich drüber diskutiert, ne? Genau, ich wollte aber zumindest, dass wir dir nochmal kurz vorlesen. Ja. Hast du mit irgendwem gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen, Tobi? Kannst du da irgendwas berichten? Also, ich habe ja schon ewig nichts mehr in Deutschland irgendwie gekauft. Ich habe meinen letzten Rechner in Deutschland, das glaube ich, den habe ich 2008 bei Mindfactory damals bestellt gehabt. Die waren damals auf jeden Fall immer gut. Ich weiß nicht, wie die sich so entwickelt haben in den letzten 12 Jahren. aber die gibt's noch, glaube ich, ne? Die sind schon noch irgendwie aktiv. Genau, das ist ja einer von den größeren auch. Ansonsten jetzt hier in den USA nehme ich, bestelle ich oft bei Newegg, wenn die gerade irgendwelche Deals haben. Das ist hier so ein riesen Online-Händler. Ganz ehrlich, hier kannst du auch manchmal gibt's auch richtig gute Deals einfach bei Amazon. Aber die bauen, ich weiß nicht, ob die auch einen Zusammenbauservice haben bei Amazon, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das nehme ich an. Ja. Vielleicht etwas zu viel des Guten, die haben ja viel Service, aber ich glaube das nicht. Ja. Das sind so die Erfahrungen, die ich habe mit Hardware. Aber ja, schade. Ich finde aber cool, dass er dazu geschrieben hat, wenn es noch einen Laden gäbe, würde er den supporten. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, das stimmt. Ich bin ja tendenziell auch eher Online-Käufer, aber es ist eigentlich schon cool, wenn man gerade Stores supportet. Ja, wenn das Rational dahinter, quasi den Rechner zusammenbauen zu lassen, ja der Service ist, wie der Vanity auch geschrieben hat, dann kannst du es halt auch echt gleich beim lokalen Store machen, weil dann hast du ja auch gleich den Service da, ne? Da musst du auch keinen Rechner verschicken oder so. Dann
kannst halt hinfahren. Ja, das Einzige, wovor ich manchmal ein bisschen Angst hätte bei lokalen Läden, wäre, dass sie dann dicht machen, wenn es wirklich nur so ein kleiner Laden ist, weil dann kommt da keiner mehr wieder für die Reparatur, ne? Wenn es da mal ein Problem gibt. Mhm. Ja, das ist der Nachteil. Ich wollte noch kurz sagen, BTO, also BTO-Dealer, schreibt er, das war mir erst gar nicht klar, was das heißt. Das heißt Build to Order, muss ich nachfragen. Ich habe das auch nicht gewusst. Ja, klar. Also mein aktueller Rechner, der wurde 2016 gebaut, kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, und der ist von von Hardware-Versand. Und die haben dann tatsächlich pleite gemacht, bevor die Gewährleistung ausgelaufen ist. Aber da das halt so ein großer Shop war, wurden die von wem anders geschluckt. Und ich glaube, das ist halt der Vorteil. Dann übernimmt in der Regel irgendwer noch die Garantie oder die Gewährleistung. Und wie gesagt, bei so einem kleinen lokalen Laden hast du dann halt die Gefahr. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen muss man sie ja supporten. Ja, das stimmt. Genau, ja. Ich hatte eigentlich, mit Hardware-Versand war ich zufrieden. Wie gesagt, die waren dann pleite, aber ich hatte da kein Problem bis dato. mit Casegame war, Mindfactory war ich auch zufrieden, aber die haben mir den Rechner zusammengebaut. Und mit Alternate hatte ich einmal ein Problem, das hat aber auch nichts mit dem Rechnerbau zusammen zu tun. Sondern ich hatte da eine Grafikkarte gekauft, eine GTX 380, glaube ich, hatte ich, von XFX. Und die ist dann kaputt gegangen innerhalb der Gewährleistung. Dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, hier, gib mir ein neues Modell. Die war nicht mehr verfügbar. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich mein Geld zurück. Dann kam die mit so einer dummen Nutzungsgebühr, ne, also dass du halt nicht den vollen Preis zurückbekommst, was ich da zum allerersten Mal gehört habe. Da bin ich quasi aus den Wolken gefallen. Wobei das ja tatsächlich Standard zu sein scheint bei diesen großen Händlern. Und dann haben sie mir halt eine Pellet 460 angedreht, was natürlich eine gute Steigerung war im Leistungsbereich. Aber die 400er Reihe von Nvidia war ja damals gerade im Own Design, war die dafür bekannt, dass sie extrem laut waren und nicht so effektiv. Mhm. Und das war dann halt so eine. Und da seitdem habe ich gesagt, okay, fuck your Alternate. Ja. Auch wenn das ehrlich gesagt eine überzogene Reaktion ist, aber seitdem habe ich bei denen nichts mehr gekauft. Ja, was heißt überzogene Reaktion? Ich meine, das ist halt uncool, wenn sowas passiert. Aber ich glaube halt, dass sie das alle so machen, weißt du? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Mindfactory dann auf einmal da viel kulanter reagiert. Das kann sein. Ich meine, mich wundert hast du nicht mit, was war das? War eine Nvidia-Karte, hast du gemeint, ne? Mhm. War das dann noch innerhalb der ersten 2 Wochen oder was? Weil sonst musst du ja eigentlich eher mit Nvidia konferieren als mit dem. Nö, das war innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung. Die 2 Jahre sind das doch. Also das ist 2 Jahre in Deutschland. Ja, okay, hier sind es 2 Wochen. Ich habe meine ging nach 3 Wochen kaputt. Ich habe halt Newegg angeschrieben. Und die haben gemeint, hier, da musst du dich direkt an, ich weiß gar nicht mehr von wem die ist, EVGA oder so, musst du dich direkt an die wenden, wir sind nicht mehr verantwortlich. Und das habe ich dann auch gemacht, das war auch kein Problem. Ich habe die dann halt an EVGA eingeschickt. Und die haben die Tests auch nochmal gemacht und so und haben mir dann einfach ein neues Modell geschickt. Und das geht seitdem. Okay, also eigentlich ging's ganz gut, ja, aber es ist also, mit dem Laden brauchst du hier gar nicht mehr anfangen eigentlich. Das ist ja der Hammer. Also das, ich meine, gut, ich habe mir schon gedacht, dass ihr da nicht so tolle Gesetze habt in der Hinsicht wie hier bei uns, aber ich meine, das ist ja eigentlich immer Kunde ist König und so in Amerika. Ja, aber ich meine, weißt du, ich glaube, dass auch der Punkt ist, dass halt viele der Hersteller, gerade bei Hardware und so, kommen halt auch, also das hier, sagen wir mal jetzt, dass ich das jetzt hier nach Kalifornien schicke, ist halt was anderes, wie wenn du es von Deutschland aus nach Kalifornien schicken musst. Vielleicht sind auch deswegen die Gesetze anders, weil es hier keine so große, weißt schon, ob ich es jetzt zu Newegg nach Florida schicke oder zu EVGA nach Kalifornien oder was auch immer, ist ja dann eigentlich egal. Also von meiner Warte her zumindest. Ja, klar, solange du es bekommst, ja. Genau. Jo, gut. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben das einigermaßen zufriedenstellend beantwortet, aber im Thread hatten ja wir und Jana auch schon was geschrieben. Gut, dann lese ich mal das nächste vor von Apostel Dark. Hallo zusammen. Wieder mal eine sehr coole Folge von euch. Nochmal zu Halo Infinite. Ich bin großer Halo-Fanboy und freue mich schon tierisch drauf. Vor allem, weil das nach Halo 3 das erste ist, dass man mal wieder in Splitscreen spielen kann. Da freut sich meine Frau auch schon sehr drauf. Die Entwicklung von Halo dauert schon so lange, weil sie als erstes die Slipspace Engine entwickelt haben. Angeblich die modernste AAA-Engine der Welt. Aussage von 343 Industries. Wenn ich an die Präsentation denke, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hoffe, sie nutzen die gewonnene Zeit gut, um das Spiel auf den coolen Standard zu bekommen wie Halo 1, 2 und 3. Macht weiter so, Gruß Markus.
Ja, erstmal cool, dass du uns schreibst und dass du uns nicht direkt dafür anmachst, dass wir uns die ganze Zeit über Halo lustig machen. Aber du scheinst es ja auch zumindest mit einem kritischen Auge und mit etwas Humor zu sehen. Ja, mal schauen, was da noch draus wird. Also, das ist aktuell auf jeden Fall etwas besorgniserregend. Aber ich denke mal, wenn sie da jetzt noch mehr Zeit haben und mehr Zeit reinstecken können, dass es dann letztendlich gut genug wird und auch, dass ich ja als Games as a Service mehr oder weniger aufziehen wollen, dass sie dann einfach über lange Zeit, wenn nötig, noch Verbesserungen durchziehen. Ja, und also ich habe es ja schon mal gesagt, nur weil diese Präsentation nicht so der Hit war, heißt es ja noch lange nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird. Also ja. Die haben ja, ich fand zum Beispiel interessant, dass sie gesagt haben, sie wollen ja, also eins ihrer Ziele war, und ich glaube, deswegen haben sie ja auch die neue Engine entwickelt, dass sie das viel offener und viel größer gestalten wollen, dass du quasi wirklich über diesen Halo, also jetzt vielleicht nicht in der Gänze, aber dass du da sehr weiträumig auch drüber latschen kannst und fahren kannst und Zeug machen kannst. Und das klingt ja eigentlich schon erstmal cool. Also, weil ich meine, die Halo-Level waren zwar damals, also als zum Beispiel Halo 1 rauskam, waren das ja schon, die waren ja riesig für damalige Verhältnisse. Und mit toller Freiheit, aber das war halt 2000, was weiß ich, 3 oder was. Und inzwischen ist ja Halo schon eigentlich immer dann so ein bisschen mehr zum Standard-Shooter oder sowas halt geworden, muss man sagen. Also zum Beispiel Reach habe ich ja noch gespielt. Das ist ja eines der, sagen wir mal, letzten von Bungie noch gewesen. Und da merkt, also das war, dann fühlte sich schon eher Standard, nach Standard-Shooter-Kost an, so. Und das ist ja schön, wenn vielleicht da ein bisschen was Neues kommt. Also es ist ja nicht immer alles die Grafik. Aber ja, wie gesagt, da muss man jetzt halt gucken. Wäre halt interessant zu wissen, was genau die Probleme jetzt sonst noch waren und was sie halt jetzt mit der Zeit anstellen, die sie haben. Das muss man sehen. Ja. Aber wir können ja mit deinem Namen schon mal vormerken für den Halo Special Cast dann. Ja, habe ich auch schon überlegt. Also genau, wir wollen natürlich keinen, der sonst vielleicht nur zuhören möchte, da reinzwingen. Aber wenn du Bock hast, sag uns gerne Bescheid. Natürlich. Das machen wir doch schon mit Sugi, das musst du rechnen. Ja, nein. Gerade bei Halo, das ist der Master Chief, macht das auch alles nicht freiwillig, oder? Der ist doch auch irgendwie. Ich dachte, der macht das alles für oder so. Cortana voller Liebe. Ich weiß auch nicht genau. Ja, später dann. Aber ich glaube, der ist nicht dieses Spartan-Programm, sind doch auch irgendwelche gekidnappten Kinder oder so? Ja, nicht, dass du schon mehr als ich habe okay. Halo 1 nur durchgespielt. Ich meine, da wurde zwar schon gesagt, aber es ist einfach zu lang her. Ja, also auf jeden Fall macht dich auf was gefasste Posteltag. Genau, wir werden dann Fakten spitten. Also du wirst wahrscheinlich nicht zu meckern haben als Halo-Fan, wenn wir dann versuchen, die Story zu recappen, die ja bekannterweise ziemlich einfach und logisch ist. Na klar. Ich freue mich schon auf den Special Cast, auch wenn das vielleicht noch ein Jahr dauert, bis der kommt oder so. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wann die da durch sind mit den ganzen Teilen. Aber Ich habe da echt Bock drauf. Obwohl du noch nie ein Halo so richtig gespielt hast, außer das erste. Vor Ewigkeiten. Ja, ich habe Teil 1. 2-3 Mal durchgespielt, genau. Achso, oh, 2-3 Mal gleich, okay. Ja, ich fand es damals echt cool. Ich meine, dieser Teil später mit mit der Flood, der ist halt ein bisschen schwierig, aber an sich ist das noch ein gutes Spiel gewesen. Ja, ich hole alles nach bis dahin. Dann muss ich halt quasi über die neueren Teile sprechen oder über die Remakes. Jo. Ja, gut. Dann würde ich sagen, liest du mal nochmal den nächsten. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Hörerbrief mal wieder legendär, glaube ich, von Madame Sibylle. Also ich lese dir jetzt einfach mal vor, ohne irgendwie zu unterbrechen hier. Hi Boys. Endlich habe ich mal wieder Zeit, auch ein bisschen zu schreiben. Dieser kleine Cast ist mein wöchentliches Highlight und ich find's ziemlich hot, dass das Hardware-Bit mittlerweile ein gut angenommenes Feature ist. Mich würde interessieren, ob es das eure Hörerzahlen beeinflusst hat. Ihr müsst ja nichts Absolutes sagen, vielleicht nur Prozente. Ich weiß, Master Lukas hat verboten, über Audio zu sprechen, aber gibt es niemanden, der Julian ein ordentliches Mix sponsoren kann? Ed Lukas, es tut mir leid, ich bin ein böses Mädchen, vielleicht musst du mich bestrafen, ansonsten lerne ich es nie. Zum Thema selber bauen, ich habe mein kleines Einhorn nur durch Rat und Tat aus dem Kompetenz- und Testosteron-triefenden Tiefen der Crew hier zusammenbekommen. Auch wenn ich mir tausendfach wünschte, ich könne es selber und mir es auch aus eingebildet feministischen Gründen selbst nicht eingestehen wollte. What a revelation. Wenn ich mir die Rechner in dem Channel anschaue, staune ich jedes Mal, was ihr alle so hinbastelt. Was hört die Crew eigentlich so für Podcasts und was sind die größten PC-Baufehlschläge, die ihr so hattet? Am Ende kann ich wieder nur sagen, als wahrscheinlich eine von 3 Frauen, die euch hört, ihr seid toll und ich bin froh, dass ihr so viel Zeit und Liebe in dieses Projekt steckt.
Danke, Tobi, Olli, Julian und Nino für die geilen Casts. Und Lukas, deine Stimme ist ein Traum, der mich nachts in der REM-Phase hält. Ein Kuss an dich. Oh. Danke, ja, für den Kuss. Das freut mich. Sehr nett, ja. Ja, vor allen Dingen übertragen durch mich. Ist das super? Ja, endlich wird auch dieser Traum einfach. Ja, Wahnsinn, oder? Darauf haben alle gewartet. Da waren ja einige Sachen drin. Ich würde sagen, also das Hardware-Bit, ist echt cool, dass es das so gut angekommen, weil das war ja, glaube ich, Madame Sibylles Vorschlag, ne, ursprünglich. Genau, das zu machen. Das stimmt, ja. Und da waren wir erst so, schwierig, kriegen wir nicht hin. Und dann hat es tatsächlich doch geklappt. Da haben wir Berge für dich versetzt. Ja. Ja, ich freue mich auch, dass es so gut ankommt. Und ich habe tatsächlich mal jetzt ein bisschen geschaut heute, weil ich dann selbst noch nicht neugierig war nach deiner Frage, wie denn, ob das irgendwie in Zahlen ausdrückbar ist. Und wir haben ja in Folge 132 damit angefangen. Nee, sorry, 123. Also vor 10 Folgen jetzt genau. Und da haben wir das ja erstmal ein bisschen vorgestellt, aber auch direkt den ersten Einspieler gehabt, soweit ich weiß. Und ich habe jetzt mal die Zahlen ein bisschen verglichen und es ist nicht messbar, würde ich mal behaupten. Also die Zahlen steigen generell immer ein bisschen, aber es ist halt auch immer schwankend tatsächlich. Aber insgesamt, zum Beispiel auf Spotify, wo wir die Daten einsehen können, da sind die Hörerzahlen steigend, die Followerzahlen sind steigend. Also es geht die ganze Zeit ein bisschen bergauf, nicht massiv, aber es ist stetig und das auch schon, bevor wir den Hardware-Teil eingeführt haben. Aber man hat ja schon sehr stark gemerkt, dass einfach die Leute hier auf dem Discord sich sehr oft zurückgemeldet haben, gesagt haben, ey, hier, das mit dem Hardware ist cool, mit dem Hardware-Part. Viele stellen jetzt spezifische Fragen, die sich an die Hardware-Jungs richten. Und das zeigt ja schon, dass das Interesse besteht. Und ja, das ist schon nice. Genau, und die Leute nehmen ja auch sehr rege an der Themenabstimmung teil. Das ist ja eigentlich auch mal ganz gut besucht. Und ja, insofern echt cool. Ich meine, mit Hörerzahlen ist ja eh immer so eine Sache. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil ich glaube, die einzige Datenbank, die so ziemlich gut reliable ist, ist Spotify wahrscheinlich noch am ehesten, weil also Soundcloud zum Beispiel, die Daten, die kannst du eigentlich nicht hernehmen, weil ich glaube, da sind so viele Bots drauf. Da weißt du dann echt, also ich glaube, da fallen die eigentlichen Hörer gar nicht mehr statistisch ins Gewicht, so ungefähr. Habe ich manchmal so das Gefühl. Deswegen kann man nicht so genau sagen, teilweise. Also wenn es da dann keinen Anstieg von irgendjemand zu sich 50-100% auf einmal gibt, dann glaube ich, fällt es gar nicht so raus in der Statistik. Ich glaube aber, dass die Bot-Zahlen auf Soundcloud mal abgenommen haben vor ein paar Monaten. Hatte ich zumindest das Gefühl, wenn man sich die Statistiken nochmal genauer angeschaut hat. Denn ich wollte eigentlich den Hörern empfehlen, wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr euch auf Soundcloud auch selber mal die Zahlen anschauen, zumindest die Play-Zahlen. Zumindest könnt ihr die dann vergleichen im Verhältnis. Wie ist, wie gesagt, Folge 123 war die erste Folge mit Hardware-Teil. Ja, aber man muss halt auch sehen, also die Zahlen gehen ja auch immer quasi über die Wochen zurück hoch. Also das ist ja logisch. Ja, eine ältere Folge wurde natürlich irgendwann öfter gehört als eine Folge, die jetzt diese Woche erst rauskam. Das ist klar. Genau. Wobei natürlich innerhalb der laufenden Woche dann die aktuellste Folge am meisten. Ja, nicht unbedingt. Das ist eben, und das ist einer der Gründe, wieso ich glaube, dass da extrem viele Bots drin sind, weil das nicht unbedingt immer so ist, dass die erste Woche die beste ist. Also ich habe auch schon Folgen gesehen, wo in der ersten Woche hast du vielleicht irgendwie so um die 150 und dann in der nächsten oder übernächsten Woche geht's auf einmal um 400 hoch oder so und dann weißt du, okay, da ist irgendein Botnet, ist da drauf gestoßen und hat ein paar Dinger gezogen irgendwie. Das sind alles legit Hörerzahlen, verdammt nochmal. Ja, Mann. Das sind Hunderten von Leuten, die auf uns gekommen sind. Na, ich habe jetzt aber gerade meine Statistik kurz aufgemacht bei Soundcloud. Und die meistgespielte Folge die letzten 7 Tage ist die aktuellste und dann geht es dementsprechend weiter runter. Obwohl, ja gut, es ist Folge 132, 131, 130 und dann 125, aber zumindest die letzten 3 Folgen sind die meistgespielten. Also. Ja, also es ist nicht jedes Mal, aber ich hab's, also es war schon ein paar Mal, dass es dann irgendwie mal vorkommt. Wie schaut's aus? Kriegt der Julian mal ein neues Mic? Ich glaube, da gab's doch irgendwelche Pläne, oder? Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Also der Julian, der läuft ganz gerne rum während der Aufnahme, hat er dir, glaube ich, auch schon geschrieben im Discord und
Dann schnauft er ins Mikrofon und dann muss der Tobi oder der Olli da irgendwelche, was weiß ich, Maßnahmen vornehmen, damit das irgendwie überdeckt wird, denke ich mal, ne? Ja, dem Julian seine Spur filtern wir doch immer am meisten, glaube ich, das stimmt. Genau, und es gibt auch das Problem, normalerweise haben wir alle, muten wir uns mittlerweile alle in Windows, ne, über die Pegel-Einstellungen, halt Mikrofoneigenschaften, über einen Button. Aber der Julian kann das nicht und der mutet sich auch gar nicht. Das hat irgendwie mit seinem Headset zu tun, hat er mir gesagt. Und das ist alles nervig und er wollte auch nach einem neuen Mikrofon gucken und ja, keine Ahnung. Er ist da jetzt nicht so sehr hinterher. Er hat halt mit Hardware wenig zu tun. Deswegen, ja, eben, da kennt er sich nicht so aus. Genau, ja, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen doof, aber hoffentlich ändert sich da mal irgendwann was. Aber von mir wird er kein Mikro kriegen. Das sehe ich dann auch nicht ein, tatsächlich. Ja, ist ja auch schwierig. Ich meine, gerade wenn er normalerweise ein Headset benutzt, das musst du dir ja schon irgendwie selber besorgen. Sonst passt dann wieder nicht und sonst irgendwas. Das ist gar nicht so einfach. da muss er schon irgendwie, ja, da muss er schon selber ran. Ja, so in etwa. Ja, was schreibt ihr noch? Böses Mädchen bestrafen. Okay, ja, schreibe ich mir auf. Ach so, ja, der Rechner wurde, sie wollte ihn zusammenbauen, hat nicht geklappt. Ja, ein bisschen schade, aber manchmal muss man sich halt eingestehen, dass man da vielleicht entweder nicht das Know-how hat oder sich mehr mit beschäftigen müsste. Genau, ja, sie wollte wissen, inwieweit wir noch irgendwelche Hardware-Fails hatten, die wir noch erzählen können. Ich habe eigentlich meine drei größten Sachen schon erzählt. Allen voran, wie gesagt, das Mainboard, was ich ohne Abstandshalter in den Rechner dran geknallt habe, an die Innenwand. Und aktuell ist mir noch was eingefallen. Ich habe in meinem Rechner noch eine SSD mit Daten, die aber aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil ich anscheinend irgendein Kabel gelockert habe. Ja, und damit muss ich jetzt halt leben. Die liegt jetzt halt da drin und wartet darauf, dass sie eines Tages reaktiviert wird. Aber du müsstest die eigentlich nur wieder richtig einstöpseln und bist zu faul, dein Gehäuse kurz aufzuschrauben, oder? Nee, ich war schon drin, ich habe schon rumprobiert. Also ich habe zwei oder drei SSDs da drin. Nee, zwei, die über diese kleinen Kabel angesteckt werden. SATA, glaube ich, ne? SATA, ja. Und das eine Kabel hat wahrscheinlich einen Wackler oder wurde am Mainboard gelöst oder so und ich komme da halt nicht so einfach ran. Ah ja, die sind gerne mal unter der Grafikkarte hinten drunter, ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe dann umgestöpselt und habe halt die wichtige SSD quasi eingestöpselt und die andere einfach erstmal im Gehäuse, im Käfig liegen lassen, mehr oder weniger. Ja gut, ich meine, solange du nicht brauchst, muss er höchstens mal ein neues Kabel besorgen oder so. Ja, wie gesagt, ich glaube nur, dass da irgendwas sich gelockert hat. An sich ist eigentlich alles okay. Und das ist ja harmlos, das ist ja nichts passiert. Ja, genau. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, du hattest auch schon mal ein, zwei Rechnerfails erzählt, ne? Ich hatte ein paar, ja, durchaus. Also ich habe ja einmal, war schon während Podcast-Zeiten da, wo mein Mainboard gecrashed ist wegen diesem BIOS-Update. Wer das hören will, der muss, glaube ich, so ungefähr so anderthalb Jahre zurückgehen oder so. Da kann man sich das live zu Gemüte führen, wie ich mein BIOS geupdatet habe. Das hat mein Mainboard geschrottet. Dann habe ich mir ein neues Mainboard, oder beziehungsweise das alte Mainboard nochmal gekauft, was es eigentlich schon gar nicht mehr gab, irgendwo über eBay oder sonst was. Hab das dann eingebaut, also alles umgebaut, ne? Dann ging aber das mit dem neu gekauften Mainboard ging auch nichts, weil da auch dieses Update schon drauf war und sich das mit meinem Prozessor nicht vertragen hat. Und dann habe ich irgendwo in den Tiefen des Internets irgend so ein gehacktes Programm gefunden, mit dem ich das BIOS wieder downgraden konnte, was eigentlich offiziell gar nicht möglich war. Und also es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, das war ein Riesenaufwand, das war echt furchtbar. Und danach, als das dann alles fertig war, lief der Rechner zwar wieder und es ging dann auch alles, aber manchmal hat er einfach nicht gebootet. Also manchmal hast du ihn eingeschalten, dann musste er so, hat er bestimmt 20 Mal neu gestartet, bis er gebootet hat. Und das musste ich dann leider, da musste ich mitleben, bis ich dann aufgerüstet habe, ein paar Monate später. Ja. Das war mal so richtig schön. Und ich habe mal, als ich noch, da war ich vielleicht so 15 oder 16, da habe ich meinen allerersten, ich habe nicht den kompletten Rechner zusammengebaut, ich habe bloß ein paar Komponenten aufgerüstet und dachte so, ja, kennst du ja voll aus, bist hier voll der Tech-Champ. Machst du mal, ne? Und ich habe tatsächlich genau das gemacht, was auch, glaube ich, im Hardware-Teil davor kam, nämlich DDR2 dürfte das wahrscheinlich sogar noch gewesen sein, RAM-Bausteine falsch rum eingesteckt. Ja. Und das macht dann Spaß. Also ich habe schon gemerkt, ne, es geht ja nicht so einfach, die Dinger reinzustecken, aber es geht. Und dann schaltest du halt den Rechner ein und dann riecht's so ein bisschen verbrannt und dann denkst du dir so, oh shit. Not bad, okay. Ja, und dann musste ich meine Eltern anhauen und fragen, ob sie mir nochmal neue RAM-Bausteine bauen. Ja,
Ja gut, der ist auch schön. Ja, vielleicht sollten wir mal nur versuchen, zusammen einen PC zusammenzubauen. Der PCGC PC 2. Wer ihn gewinnt, kann er versuchen, ob er jetzt einen Starten bekommt. Man nimmt an der Verlosung teil und die Verlosung wird wird so oft durchgeführt, bis nur noch einer übrig ist, der immer verloren hat und der kriegt dann den Rechner. Ja, das ist dann, der landet ja wahrscheinlich bei eBay an einen Bastler abzugeben. Ja, ja, da haben wir schon mal ein Projekt für die Zukunft. Der Nino wird sich wahrscheinlich die Haare rauf. Ich glaube auch, ja, wenn der das jetzt hört, da kriegen wir unser Fett weg. Genau. Ja, eine Sache hat sie noch geschrieben, und zwar wollte sie ja wissen, was wir selbst für Podcasts hören und ob wir da was empfehlen können. Ich hatte mich tatsächlich mit Nino die Tage schon darüber unterhalten. Er hört sehr viele Podcasts und ich genauso. Und wir würden ganz gerne mal eine kleine Sonderfolge machen, quasi über andere Podcasts. Also eher so ein bisschen metamäßig einfach mal drüber quatschen, was hören wir so, was finden wir cool. Das hat dann natürlich nicht mit Spielen direkt zu tun, weil wir auch andere Podcasts hören, aber ich glaube, das könnte theoretisch interessant sein. Nur, ich würde ganz gerne noch einen dritten dabei haben. Wir müssen mal gucken, ob wir noch einen finden. Aber theoretisch ist das meine Idee für die Zukunft. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal, also ich höre die Woche wahrscheinlich so 5 bis 15 Podcast-Folgen, je nachdem, wie lang diese sind. Ui, das ist aber echt viel. Ja. Ja. Jetzt bei der neuen Arbeit, wo ich jetzt bin, habe ich am Anfang halt nicht gehört, weil ich da mich erst eingewöhnen musste, aber jetzt bin ich schon wieder im Stadium, so wo ich sage, ja, Podcast zwischendrin ist geil. Deswegen höre ich jetzt wieder mehr und ich wollte mal einfach 5 empfehlen, die ich aktuell sehr gerne höre. Da wäre zum einen der Dauerbrenner auf ein Bier, aka The Pod. Das ist ja so ein Gaming-Podcast, der schon fast einen hochjournalistischen Anspruch hat, würde ich sagen. Und die haben natürlich auch ein hohes Budget und haben dadurch teilweise coole Gäste und behandeln Themen einfach gut. Da ist natürlich auch vieles hinter der Paywall, aber mir reicht es in der Regel, die Gratis-Folgen zu hören. Ja, dann noch 3-2-Play, der ist eher unbekannt, würde ich sagen. Oder die meisten werden ihn nicht kennen, ist halt auch ein Gaming-Podcast hauptsächlich, aber die sprechen auch, keine Ahnung, die machen eigentlich in der Regel so Themenfolgen, ja. Also dann sprechen sie über Pokémon oder über eine bestimmte Spieleserie oder so. Und was ich daran ganz cool finde, ist, das ist ein Mann und zwei Frauen und das finde ich eigentlich ganz nett, weil ich finde, es gibt zu wenig Spiele-Podcasts, in denen Frauen vertreten sind. Aha. Und ja, die sind eigentlich immer ganz gut drauf und verbreiten Spaß, aber die kommen jetzt auch nicht so regelmäßig. Also die letzte Folge ist, glaube ich, von Mai oder so. Das kommt sehr sporadisch. Sind dann aber auch längere Folgen. Dann wollte ich empfehlen Lester-Schwestern. Das ist von David Hein und Rob Bubble, aka Robin Blase. Die machen ja so ein Format, in dem sie einfach über die Influencer-Welt berichten, wöchentlich oder in der Regel wöchentlich. Keine Ahnung, berichten darüber, dass Dr. Disrespect bei Twitch weg ist und solche Sachen, ne? Oder halt irgendwelche Dramen, die passiert sind in der deutschen Influencer-Welt, YouTube, bla bla bla. Ist ganz interessant. Aber das sind zwei Männer, die Lester-Schwestern. Genau. Mhm. Okay. Ja, warum die so heißen, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber gut. Ja, der Name ist ja ganz cool eigentlich. Ja, genau. Ja, die höre ich ganz gerne. Und dann Mordlust, das sind auch wieder zwei Frauen. Ein True-Crime-Podcast. Und da stellt immer die, also die haben immer zwei Fälle pro Folge. Und die eine weiß immer nicht, die kennt den Fall der anderen nicht und die trägt ihn dann vor. Die lesen das tatsächlich hauptsächlich ab, also die bereiten das schon relativ intensiv vor und erzählen dann jeweils einen Fall nach. Und das finde ich immer ziemlich cool. Man muss natürlich auf True Crime stehen, ne? Ist natürlich teilweise ziemlich fieses Zeugs dabei, wie es halt so ist bei diesen Sachen. Aber ich habe da immer eine gewisse Immobilie-Faszination auf jeden Fall. Und dann noch Fake Doctors Real Friends, hatte ich vor ein paar Wochen schon mal empfohlen. Das ist diese Scrubs Rewatch-Show mit den Hauptdarstellern Zach Braff und Donald Faison. Ist halt ein englischer Podcast, aber ich habe mittlerweile schon viele Folgen gehört und ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Macht natürlich hauptsächlich Sinn, wenn man die Serie auch gesehen hat. Ja. Machen die das auch so wie dieser eine Star Trek-Podcast, den es mal gab, von dem der Daniel mal erzählt hat, wo die auch dann jede Woche eine Folge schauen und dann direkt danach aufnehmen oder dazu oder so? Genau, die schauen sich immer die Folge an und besprechen das und dann haben sie halt noch Gäste dabei, also sei es mal der Direktor der einen Folge, also der Regisseur oder ein Mitdarsteller oder der Schreiber. Also die haben oft Gäste und haben natürlich Insights und dann haben sie gegen Ende noch immer so irgendwelche Fans, die halt nochmal eine Frage stellen können. Das ist halt schon ziemlich durchchoreografiert. Die haben halt auch so eine Regie-Meisterin da, die sich quasi so ein bisschen drum kümmert, dass das alles richtig abläuft. Und da ist auch immer Werbung mit da drin. Das muss man sagen, das nervt mich ein bisschen.
dass die so 2-3 Einspieler-Werbung immer drin haben. Aber naja, kann man mitleben. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich einen Thread mehr erstellt habe bei pcgames.de, wo ich die Podcasts aufgelistet habe, die ich ganz cool finde. Zu der Zeit wohlgemerkt, ne, es ändert sich immer ein bisschen, es fliegen halt welche raus, es kommen neue dazu. Und da habe ich auch andere Leute gefragt, ey, was könnt ihr so für Podcasts empfehlen? Und da ist relativ viel zusammengekommen. Das war auch bevor wir den Podcast hier angefangen haben. Deswegen werde ich den einfach mal verlinken bei PC Games im Forum nochmal. Beziehungsweise ihr findet das in der Linkliste, die ihr über den entsprechenden Discord-Channel Ankündigung ansteuern könnt. Jo, ich glaube damit... Achso, nee, Tobi, was hast du für Podcasts? Hörst du über Podcasts? Ich höre relativ selten Podcasts. Ich höre ab und an mal die Computec-Podcasts, einfach weil ich 2009 damals mit Folge 1 den PCGC-Podcast gehört habe. Und halt die Leute kennen, und das finde ich mal ganz witzig, wenn die es da auch wenn es inzwischen Moment, ganz andere Moment. Sind, aber... Du meinst was? Nicht den PCGC-Podcast? Ja, ich meine den alten PC-Games-Podcast. Ja, genau. Genau, den es nicht mehr gibt, wegen dem wir ja diesen hier überhaupt gegründet haben, genau. Als der aufgehört hat. Genau, und dadurch, ich meine, kennst du dann halt irgendwann die Leute, die den halten, und auch wenn das immer dann, wenn das inzwischen alles völlig andere sind, geht es ja so graduell ineinander über, wer da ist. Und deswegen, keine Ahnung, war das so eine Gewohnheitssache, aber ich höre den auch nicht mehr jede Woche oder so, sondern, keine Ahnung, wenn ich mal sonst wirklich gar nichts zu tun habe. Nee, und sonst höre ich eigentlich praktisch keine Podcasts. So, nee, ist nicht so meins. Ich höre eher, also wenn ich was höre, dann eher Audiobücher. Aber dann, also das ist ja dann schon wieder was völlig anderes eigentlich. Ja. Ich höre noch ganz gerne, also ich höre viele verschiedene Sachen noch, aber ich habe auch immer so phasenweise halt spielspezifische Dinge. Also jetzt gerade höre ich zum Beispiel einen zu Escape from Tarkov. Als ich Rainbow Six gespielt habe, habe ich einen Rainbow Six Podcast gehört. Also das wechselt dann immer so ein bisschen durch. Was mich da aktuell interessiert. Und die fliegen dann auch wieder raus. Also wenn ich kein Rainbow mehr spiele, dann ist das Interesse irgendwann noch weg, ja. Da die ganze Zeit neuen Content zu bekommen. Ja, das gibt's wahrscheinlich, das gibt's für die Spiele, die ich spiele, wahrscheinlich nicht so. Weil ich spiele ja eher so Singleplayer-Story-Sachen und da kannst du jetzt nicht irgendwie über Jahre einen Podcast drüber machen. Ja, das stimmt. Das war's im Grunde zum Hörerfeedback, würde ich sagen, ne? Jo! Ja, vielen Dank an euch alle. Cool, dass wir wieder mehr Feedback hatten. Dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil, der noch in der Zukunft aufgenommen wird. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Julian. Hallo. Hallo und außerdem der Nino. Servus. Jo. Wir haben heute ein etwas anderes Thema und zwar wollen wir über optische Laufwerke sprechen, deren Sinn, Unsinn, inwieweit man die heutzutage überhaupt noch braucht. Wer von euch hat noch ein optisches Laufwerk? Ich. In der Schublade liegend, 20 Euro auf Amazon mit so USB, also ein externes für DVD-Brennen. Seit 2 Jahren habe ich bis jetzt 2-mal benutzt wieder. Ja, okay. Ich habe tatsächlich eins, auch ein externes, wundervoll mit USB, und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt ein Spiel, die Schlacht um Mittelerde 2. Gutes Spiel. Das man so nicht mehr kaufen kann und das du nirgendwo runterladen kannst. Und davon habe ich 2 Originalversionen. Und wenn ich das dringende Bedürfnis habe, das zu spielen, ist das der einzige Punkt, an dem ich das Altmetall aus der Schublade hole. Ich habe tatsächlich noch regulär eins im Rechner. Ohne externes. Geht das noch auf? Okay, wann hast du das letzte Mal benutzt? Vor ein paar Wochen mal, als ich hier Windows neu aufgesetzt habe. Da habe ich irgendeine Treiber-CD da reingepackt. Oder DVD. Also es kommt schon mal ganz selten vor. Warum habt ihr denn euch für ein externes anstatt für ein internes entschieden? Gehäuseauswahl, finde ich, ist stark geschrumpft. Also die angeboten werden mit der Möglichkeit, überhaupt interne optische Laufwerke einzubauen. Es gibt zwar noch, also es gibt jetzt nicht wenige, aber die neueren Gehäuse, meine ich, haben alle diese Möglichkeit nicht mehr. Da wird dann vorne meistens, ist es entweder schlicht gehalten oder wird zur Kühlung genutzt. Und ja, es ist einfach so ein bisschen aus der Mode geraten. Ich will es nicht mit Diskette vergleichen, weil Diskette ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber also
Ja, ich meine, Spiele, selbst Spiele, die man ja kauft mittlerweile. Ich denke mal jetzt, ich weiß nicht, ob es bei Call of Duty so ist. Man kauft das Spiel, kriegt eine CD, glaube ich. Da ist dann 4 MB großer Installer drauf, den man installiert. Dann installiert man nur den Launcher und dann lädt man den Kack eh runter. Weil, ja, wie will man denn 100 GB, 50 GB da auf wie viel DVDs soll man das draufklatschen? Und wie es mit Blu-rays aussieht, weiß ich gar nicht bei Software. Muss ich gestehen, das ist für mich immer noch ein Filmmedium. Ja. Ja, ich glaube, bei Computerspielen kriegst du auch keine Blu-rays. Also es ist ja eigentlich Sony-exklusiv. Sony exklusiv, wie meinst du jetzt die? Naja, die PlayStation ist die einzige, die Blu-rays nutzt. Das meine ich damit. Nee, es gibt auch so reguläre Blu-ray-Player von Samsung und von allen anderen Herstellern. Das hat, Ja, glaube aber ich ich, rede jetzt von Spielen. bei Du kriegst auf Spielen, dem PC halt kein Spiel auf einer Blu-ray. ja, ich glaube nicht, ne? Blu-ray-Player gibt es, aber ich meine Software, Blu-rays, aber da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das habe ich mir nicht zu Gemüte geführt. Ja, nee, ist mir auch nicht bekannt soweit. Ja, es gibt ja jetzt zum Beispiel, da haben wir vor einiger Zeit uns noch ein bisschen drüber lustig gemacht, glaube ich, den Flight Simulator 2020. Der kommt ja irgendwie auf 9 DVDs oder so, die Retail-Version. Also komplett behämmert tatsächlich. Lächerlich, Aber ne? es gibt's das zumindest. Aber die Frage ist, also nicht mal 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Flight Simulator 150 Gigabyte an, also Kartenmaterial. Das würde ja dann nicht mal reichen. Dann bräuchtest du ja Dual-Layer-DVDs. Das sind Dual-Layer-DVDs, soweit ich weiß. Ja, aber selbst das sind ja, wenn's. Es gibt welche, die maximal 17 Gigabyte beinhalten. Normale Dual-Layer sind nur 9,4 Gigabyte. Kann jedes Die Laufwerk die auch müssen nochmal lesen? nach. Oder ist das, muss man die einfach nur umdrehen? Also tatsächlich, also es gibt Double-Sided, nein, Dual-Layer ist 8,5 Gigabyte, weil davon was von der Density weggeht. Dann hast du tatsächlich welche, die kannst du umdrehen, die haben tatsächlich, weil sie theoretisch zwei physisch getrennte DVDs sind, die haben 9,4 und dann gibt's noch irgendwas, was bis maximal 17 geht. Das fällt mir bestimmt noch ein, aber viel mehr ist es dann nicht. Also wenn's Ist ja Ich nix, ist ja weiß halt nix. nicht, was, wie viele Leute kein Internet haben, um sich das so zu bestellen. Also braucht man das wirklich, um das irgendwo in einem Schrank aufzuzeigen, dass man sowas Tolles hat wie die Hardcover-Verpackung vom Flight Zum Simulator? Beispiel, Leute stehen ja auch mal noch auf diese Special Editions mit Metallhüllen und mit verschiedenen Goodies mit drin. Oder mit ganzen, was weiß ich, hier bei Fallout war es ja dieser, da dieses, wie heißt das Ding nochmal, was der im Arm hat, mein Gott, Pip-Boy-Ding. Pip-Boy-Ding, bei Halo war es halt dieser Helm und so. Da stehen die Leute halt immer drauf und das sind auch Sammlersachen. Da ist dann auch eine DVD drin, aber ich glaube, da ist dann halt auch, je nachdem, die größte Spielzeit, ne, nur der Installer drauf und das war es dann, wenn überhaupt, oder der Link zu der Seite, ich weiß es gar nicht. Ja, aber ansonsten ist einfach das Format im 4,7, maximal dann 8 oder 9 ist ja einfach nicht mehr. Was willst du da machen mit? Welche Spiele, welche Handyspiele willst du da installieren? Das ist einfach, das Medium ist da nicht mitgewachsen. Oder es gibt es halt nicht für Blu-ray. Ein Blu-ray-Player ist auch noch ein bisschen was anderes. Ich meine, der kostet auch mittlerweile für einen Rechner. Blu-ray-Player, ich muss jetzt nachgucken, was kostet. Meiner 20 € kostet mein DVD-Brenner. Ich denke mal, Blu-ray-Player für einen Rechner interner, ein Fuffi oder so, maximal, weniger. Ich weiß es nicht. Ich denke auf jeden Fall nicht so viel. Ja, ich glaube auch, dass sie mittlerweile relativ günstig geworden sind. Ich habe jetzt mal nachgeschaut wegen des Flight Simulators. Und zwar besteht das im Grunde aus 4 Teilen des Spiels. Es kommt auf 10 DVDs, 10 Dual-Layer-DVDs. Und der erste Teil des Spiels ist der Code selbst. Der ist aber nicht auf der DVD und im Grunde ist nur Teil 2 auf der DVD. Und das sind halt irgendwie 90 Gigabyte. Und das ist die Spielwelt und die Flugzeuge. Aber gleichzeitig hast du halt immer noch gestreamte Inhalte. Und irgendwie noch Drittanbieterzeug, was auch nicht auf der DVD drauf ist. Also du hast quasi trotz 10 DVDs noch nicht mal das komplette Spiel. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt ein sehr großes Spiel, aber ja gut, so 50 Gigabyte oder so ist ja eigentlich kein Problem heutzutage, ne? Oder deutlich drüber sogar. Die meisten größeren Spiele haben zumindest bewegen sich in diesem Bereich. Ja. Also, Ich finde krass, ich wie das habe explodiert jetzt. ist tatsächlich. Wenn man das mal zurückdenkt vor ein paar Jahren, da war das doch bei weitem nicht so extrem.
Nee, war's auch tatsächlich nicht. Ich kann mich an AAA-Spiele vor 5, 6 Jahren, wo ich mich aufgeregt habe, dass die über 10 Gigabyte haben. Ja, und wie das denn auf meine verdammte 60 Gigabyte SSD passen soll, das dritte Spiel. Ja. Ja, vielleicht haben da Naja, ich auch. meine, go ahead, sorry. Vielleicht haben da auch die ganzen Möglichkeiten oder die Download-Inhalte und so oder generell die Spiele, die man sich halt online holt. Vielleicht haben die da auch ja, quasi den Entwicklern einfach mehr Möglichkeiten gegeben, dass man sagt: Ja, okay, mittlerweile wird es eh hauptsächlich runtergeladen, dann können wir auch die Daten ruhig größer, umfangreicher ausliefern, als es früher der Fall war. Ich meine, grundsätzlich wird natürlich eh mehr Platz gebraucht, ist ja klar, aber vielleicht ist das noch ein zusätzlicher Ich meine, Grund. wir sind in Deutschland immer noch einige, die mit recht langsamen Internetverbindungen leben müssen. Ich meine, ich mit meinem recht schnellen Internet sage dann ja, I don't care, ich lade eh alles runter, lösche es und lade es einen Tag später wieder runter, wenn es sein muss. Aber wenn die Leute dann mit so 16K-Leitung oder 50 Mbit oder so da rum leben müssen, dann finde ich das schon, dann ist das schon was nerviger. Ne? So, ja, ich bin da am nächsten Tag am Start, ich lade es jetzt mal runter und lasse den Rechner über Nacht laufen. Ja. Dann aber Ja. wahrscheinlich, wenn sie in LAN rennen und sich dann 48 DVDs kaufen, wenn es ein Riesending, bis das alles installiert ist, dauert es wahrscheinlich genauso lange. Ich weiß es nicht, aber Ja, aber kriegst du überhaupt noch vollständige Spiele? ich glaube, also Also kannst du in den Laden gehen und dir ein Call of Duty oder Battlefield tatsächlich komplett auf DVD kaufen? ich glaube Glaube, nicht. mittlerweile haben die fast alle einen Download-Code und ansonsten hast du ja auch den Day-One-Patch, der auch noch mit oben drauf kommt, auf jeden Fall. Richtig, das war auch mal eine Erwähnung in den News, das ist ja schon Jahre her, wo sowas halt losgegangen ist, aber mittlerweile ist das halt Standard. Ich habe eine Aber gute Idee. CD-Wechsler für den Computer, so wie früher im ja, wir Auto. brauchen So, dass ja, du quasi mehrere brauchen Etagen hast und mehr. dann wird. Geil. Ja. Die du dann so in der Kassette, also wo du so 10 CDs drin hast oder DVDs, was du dann einfach reinschiebst, dass Genau. das nacheinander funktioniert. Coole Idee, lass uns darüber nochmal offline sprechen, ob wir das als Ey, Geschäftsidee in so einer Stereoanlage, ich weiß damals noch, wo ich dann da umsetzen können. stand bei der Metro mit Kindern auf dem Boden, die geilsten Anlagen waren die, du aufgemacht hast, dann kommt da so ein Fach rausgefahren, 5 CDs drehen sich und dann kannst du die da einlegen, das war der absolute Megashit. Ja, im Auto gab es dann immer noch und mittlerweile USB, ne? Who cares? Und selbst auch viele sagen vielleicht auch noch, ja, ich habe hier meine Windows-Partition zum Beispiel oder meine ISO auf der DVD oder auf einer CD drauf. CD passt mittlerweile nicht mehr. Das wäre natürlich auch noch ein Grund zu sagen, hey, ich muss mir was neu installieren, aber dafür gibt es ja mittlerweile Ja, auch aber das alles über geht, ob du USB-Stick. die ISO kannst du genauso auf dem Genau, USB-Stick und ich tun. denke mal, behaupte mal, Leute haben tendenziell irgendwo, jeder hat irgendwo einen USB-Stick rumfliegen, den man dafür benutzen Also kann. es ist mittlerweile tatsächlich schwierig, einen USB-Stick zu kriegen, der klein genug ist, damit nicht die Hälfte des Speicherplatzes auf dem USB-Stick wegfällt, um die Windows-ISO zu machen. Die gehen nämlich maximal bis 32 Gigabyte. Schon ordentlich. Wird das runterformatiert und der Rest auf dem USB-Stick fällt flach. Und probier nochmal einen 32 Gigabyte USB-Stick zu kaufen. Ja, richtig. Ja. Also ist Selbst ich da. habe das schon mit einem USB-Stick gemacht, also trotz Laufwerk. Ja. Ja. Also hat man die Möglichkeiten auch so Die Sachen wie. liegen nicht mal mehr bei Lidl in der Grabbelkiste. Und Ja, auch die bei. Frage, oder ihr sagt euch, oder? Ich wollte nur sagen, dass auch bei BIOS zum Beispiel, das ja auch, kann man auch sagen, hey, das geht, ich habe das auch für ein CD möglich, aber je nachdem, welcher Hersteller, geht das auch mittlerweile online, also ohne, dass du da irgendwie Windows installieren musst, dass du online das BIOS updaten kannst. Zum Beispiel Asus ist das möglich, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Herstellern ist. Und selbst da Das ist muss es ich nicht aber mehr nötig. tatsächlich zugeben, das hat noch nie funktioniert. Bei mir zweimal Also, jetzt. ich habe das noch nie auf die Kette gekriegt, in BIOS bei Asus übers LAN abzudaten. Das ging zweimal mir Vielleicht selbst. hasst mich das, aber das habe ich tatsächlich noch nie hingekriegt. Ich Also bei muss das mir ging das tatsächlich mit USB-Stick machen. zweimal gut, aber ich muss auch sagen, dass das haben wir auch nachgerettet beim ersten Mal, weil da stand zwar drauf damals hier schon die neue Charge Ryzen 3000 ready, aber nachdem der Rechner das fünfte Mal neu gestartet war, war ich froh, da ein neues BIOS draufklatschen zu können. Und dann habe ich keine Probleme mehr. Worum es bei dir jetzt nicht ging, ja gut, weiß ich nicht. Denke, Asus hasst mich. Nee, aber tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich lebe fast in einem CD-freien Haushalt. Ich habe irgendwann mal meine stolz angelegte Blu-ray- und DVD-Sammlung in Kisten verpackt und da stehen sie auch und seitdem hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, die rauszuholen. Ja, Ich, ist auch die wie gesagt, Frage. ich sehe das halt als zumindestens solange unsere Konnektivität und ich wohne halt auf dem Kaff. Und hab eine 50 MB Leitung.
Nichtsdestotrotz, wenn ich halt Call of Duty mit 190 Gigabyte runterladen muss, dann mache ich das halt. Aber ich hätte auch so gar keine andere Möglichkeit. Wir haben es schon geklärt, ich könnte jetzt auch nicht in den Laden gehen und sagen, Entschuldigung, ich hätte gerne einmal Warzone und dann geben die mir einen 4 Kilo Stapel an DVDs. Richtig. Den hätte ich auch nicht. Also mir bleibt gar keine andere Möglichkeit. Und ich bin mir sicher, dass wir noch genügend, ja, Areas in Deutschland haben, wo du halt eine 16K-Leitung hast oder weiß der Teufel was, wo das halt schwierig ist. Aber mittlerweile hast du fast immer zumindest diese 16er-Option. Also, dass du irgendwo 5er hast oder so, das hast du fast nicht mehr. 16er ist schon, glaube ich, das absolute Minimum. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Also ich denke mal, viele werden aber noch Blu-rays haben von Filmen und die höchste Qualität, ich meine, Streaming ist natürlich, ne, mittlerweile ist auch ein bisschen zum Standard mutiert, aber ich habe die höchste Qualität an Sound, an Bildmaterial hast du immer noch, wenn du die Blu-ray kaufst und die in der Blu-ray-Player steckst, wo ich jetzt nicht genau weiß, haben die Leute dann ein komplett externes Gerät stehen, also wirklich dafür, nur dafür gemacht ist und nutzen die PlayStation oder haben die ihren Fernsehen mit dem Rechner verbunden und lassen über deinen internen Blu-ray-Player das Ganze abspielen. Aber ich glaube, für Filmmedien ist immer noch das Höchste an der Gefühle, wenn man wirklich sagt, hey, da will ich den letzten Quäntchen Qualität haben. Da kommst du mit Netflix und Co. Zwar, mir reicht das aus, aber es gibt bestimmt genug Leute, die sagen, da kriege ich Krebs an den Augen, das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Zum einen das und zum anderen halt gibt es ja einfach Sammler. Ne? Also so gut scheint ja bei Nino auch ein bisschen so gewesen zu sein, oder zumindest hast du welche. Ich habe auch meine DVDs vor ewigen Zeiten in einen Karton verbannt. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sich nicht so einfach davon trennen können oder wollen. Wahrscheinlich auch je nach Größe der Sammlung und je nachdem, was sie für Filmliebhaber sind und ob sie auf ihre, was weiß ich, auf die Behind-the-Scenes-Extra-Edition bestehen, wo sie dann noch den Audiokommentar von Regisseur einschalten können oder so. Das ist und dann auch speziell. Ihren 70 Zoll, ihre 5.1, 7.1, hast du nicht gesehen, TRX-Anlage da stehen haben. Da wird es natürlich auch mit Dolby Digital arbeiten oder ich weiß gar nicht, wie die neuen Standards heißen, wenn ich mich jetzt da irgendwas Altes nenne. Und ich glaube, da ist ein guter Player auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das mit Software ist, aber wie da so ein 50 bis 100 Euro Player für den Rechner reicht. Ja, da muss dann auch ein bisschen größere Geschütze auffahren. Ja, wobei so Enthusiasten dann wahrscheinlich eh ein externes Gerät haben im Wohnzimmer oder so, vermute ich mal. Also ich glaube nicht, dass die das dann unbedingt wollen, dass das mit dem Rechner läuft. Ja, aber die Enthusiasten hast du immer. Und ich meine, der ganze Markt für optische Speichermedien geht halt einfach stark zurück. Dadurch, dass es halt einfach das Streaming convenient ist. Dass du einfach hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache hier Netflix an oder Prime Video oder hau mich blau und schau jetzt das, weil ich das gerade gucken will. Also ich glaube, Peak Blu-ray war so 2013, 2014. Ich glaube auch. Was Umsatz und Verkauf angeht. Und ich glaube, sondern ich weiß, seitdem geht das einfach weiter runter. Ich hatte auch eben nochmal geguckt, von wegen hier Nachfolger Blu-ray, da gibt's wohl irgendwas, aber da war auch direkt da die News bei, von wegen Samsung verkauft keine Blu-ray-Player mehr. Es gibt auch noch andere Samsung Hersteller. Und Panasonic und haben eingestellt, 2018, ja. 2019 weiß haben die Bescheid, eingestellt. Ja. Aber die neuen Sound-Dinger sind halt oft das, was die da mitnehmen wollen, was da auch weiterentwickelt wird. Und halt ist jetzt mittlerweile 4K, True, Blablub mit drauf und noch HDR mit drin. Und das ist natürlich schon, ich glaube, gerade HDR ein qualitativer Schritt nach vorne. Logisch, aber dann sinkt wieder die Audience, beziehungsweise der Kreis der Leute, die das wirklich brauchen. Natürlich. Ja, ich meine, du brauchst halt dann das entsprechende Soundsystem. Und eigentlich ein halbes Heimkino, das hat kaum einer zu Hause. Die meisten sitzen vor ihrer Hau mich blau, Bose, Soundbar Box, oder Soundbar. Stereosystem Standard mit zwei Lautsprechern. Richtig, Subwoofer und das war's dann auch. Dann brauchst du halt auch nicht 448 Kilohertz Soundspur und dich darüber freuen, wie klar und toll der Sound klingt, wenn du von der Stereo-Soundbar sitzt. Richtig. Stimmt schon. Ja. Und ich kenne jetzt tatsächlich keinen und ich hab ein paar Kumpels, die tatsächlich Technik verliebt sind. Ha, man mag es kaum glauben. Aber ich kenne jetzt keinen, der so eine übelstes Heimkinosystem hat. Also ich habe
bei meinem Bruder, der hat eine relativ große, teure Nubat-Geschichte, auch diesen Riesenmonster-Subwoofer. Da haben wir ein paar Filme bei dem geguckt, Netflix natürlich. Oder war es Amazon Prime? Ich weiß es nicht. Also ich hätte direkten Vergleich hatte ich nicht mit jetzt einem Blu-ray-Player oder irgendwie, aber das war schon sehr, also ich glaube, also mir, ich hätte nicht gesagt, oh, wo ist jetzt der Blu-ray-Player? Ich will noch einen besseren Sound. Das war schon echt gut. Denke ich mal, da ist die Hardware wichtiger, als dass du den Super-Player hast. Aber ich denke mal, der Otto-Normalverbraucher, der guckt Netflix, der guckt Amazon Prime und da brauchst du eigentlich keinen Blu-ray-Player mehr oder DVD-Player oder sonst irgendwas. Juhu, ich bin ein Otto-Normalverbraucher. Ja, 22 € in den DVD-Brenner tust die Schublade. Wofür habe ich den gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Oder für C Musik-CD fürs Auto. Weil meiner US nicht in den USB-Stick ließ. Das war es aber auch. Also ich finde es schön, noch die Alternative zu haben. Aber ich glaube, ich werde es in Zukunft genauso wie ihr machen, dass ich mir einfach so ein externes Ding hole, wenn ihr dann meinen Rechner zusammenstellen solltet. Da fallen halt viele Das. Gehäuse flach, wenn du es unbedingt drin haben willst. Ne? Das ist halt. Also es gibt tatsächlich noch genügend Gehäuse, wo du das hast, wenn du es jetzt nicht ganz fancy willst. Ich habe mir gerade das Dark Bass Pro von Be Quiet 900 geholt und der hat tatsächlich noch, hat man von außen gar nicht gesehen, der hat tatsächlich noch die Möglichkeit, dass du zwei optische Laufwerke anbringen kannst, wenn du das dann unbedingt möchtest. Ja, ich finde eigentlich tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, wenn man so eine Geschichte hat, die man so selten braucht, wie gesagt, ich habe den jetzt im letzten Jahr ein, zweimal benutzt und es war auch nicht unbedingt notwendig, aber es war halt gerade für mich convenient, aber ich hätte es auch locker umgehen können. Wenn man dann überlegt, das ist ein Gerät, was die ganze Zeit in meinem Rechner drin hängt und mir Platz oder Airflow klaut oder was auch immer, dann kann man auch sagen, okay, dann schmeißt man es lieber raus und hat vielleicht da eine bessere Alternative. Von daher, ja, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, ich breche eine Lanze für das optische Laufwerk, aber ich habe feststellen müssen, Ich okay, bin irgendwie brauche ich es da selbst eingebrochen, nicht mehr richtig. eingebrochen. Genau. Ja. Nee, also wie gesagt, ich hab genau einen Grund, warum ich meins habe. Das ist halt Schlacht um Mittelerde 2. Und der einzige Grund, warum ich es da brauche, ist halt, weil du das nicht mehr kaufen kannst. Ja. Ja, ich Und glaube, damit haben wir es ja. doch eigentlich ganz gut umrissen. Ja. Denke auch, ja. Genau. Hervorragend. Danke auf jeden Fall, Jungs, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Jo, Reingehauen. bis Ciao, denne. ciao. Ciao, ciao. Okay, vielen Dank, Lukas aus der Zukunft und Olli. Und Julian. Ach, Olli, sag ich schon, nicht Olli. Nino. Nino. Sehr gut. Ich wünsche halt einfach, Olli wäre hier. Er fehlt mir Wissen wir schon irgendwie. schon, worüber Sie gesprochen haben werden? Das ist aktuell noch ein bisschen Stern, weil wir hatten ja die Abstimmung und das steht gerade Gleichstand. Ich vermute, es wird um optische Laufwerke gehen. Und Was? inwieweit die noch Sinn machen oder nicht, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Och nö, was für ein Aber Thema. das werden wir dann gehört haben. Gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Short News. Und zwar wurde bekannt, dass Hitman 3 zeitexklusiv über den Epic Games Store erscheinen wird. Und zwar ist es ja im Januar 2021 kommt es raus. Und dann ein Jahr lang ist es dort exklusiv. Also, sie machen mit ihrer Taktik weiter, Spiele unter den Nagel zu Ja, man hatte ja schon die Hoffnung, dass sie vielleicht so langsam das aus wieder so ein bisschen weglassen, weil es war jetzt schon länger nichts mehr, ne? Stimmt, So. ja. Aber ja, anscheinend immer noch. Naja, gut. Ja, ich habe mich eh gewundert, wie Hitman so lange überleben kann, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, das ist komplett eine Nische, aber irgendwie schaffen sie es immer wieder, damit durchzukommen. Mit ja doch relativ aufwendigen Spielen. Ja, nö, also die machen, glaube ich, schon ihre Kohle damit. Die waren ja auch nie schlecht, die Nee, Hitman-Spiele. genau. Aber irgendwie schon Special Interest, habe ich das Gefühl. Was, findest du Special Interest, wenn du jemanden mit einer Klavierseite erwürgst? Ja, dann zu den nächsten News und zwar Terra. Vielleicht kennt das jemand. Das ist ein asiatisches MMO, dessen Publisher en masse wird jetzt schließen in naher Zukunft. Es wird noch kein genaues Datum genannt, aber es sollen Neuigkeiten zum Spiel folgen und was damit wohl in Zukunft passiert. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass man dann spielen kann. Also den Publisher gibt es wahrscheinlich noch, oder? Nehme ich mal stark an. Nee, der Publisher macht dicht. Ach so, das ist der Publisher auch. Okay. Genau. Ich dachte, es wäre nur der Entwickler. Nee, das ist tatsächlich der Publisher. War Mal das das mit gucken. diesen extrem leicht bekleideten Anime-Girls? Genau, it's a good Ja. game. Ja.
Ja, dann gibt es News zu Ghost of Tsushima. Und zwar wird das einen Multiplayer-Modus bekommen, zumindest ansatzweise. Der heißt Legends. Und der soll einen Koop bieten, Koop-Modus. Und zwar zum einen für zwei Spieler ein paar Story-Missionen. Und zum anderen für vier Spieler so einen Horde-Modus. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass sie sowas einfügen. Nette Idee. Jo. Man kann sich nicht duellieren. Das wäre so Samurai. Stimmt. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Podcasts zu Ghost of Tsushima gehört und alle Leute sind sehr begeistert. Also ich muss sagen, vielleicht muss ich mir das doch mal antun, wenn es dann für PC kommen sollte. Jo, also ich weiß nicht, ob das oder wann das dann für PC kommen würde. Ich nehme mal an, wenn es irgendwann kommt, dann so ähnlich wie jetzt bei Horizon, irgendwie so in 3 Jahren. Mal gucken. Ich habe ja eigentlich früher oder später vor, mir eine PS5 zuzulegen. Dann werde ich es mir wahrscheinlich auch mal reinziehen. Ja, für dich ist das ja prädestiniert auf jeden Fall. Das ist ja, also klingt auf jeden Fall wie meine Art Spiel. Jo, ansonsten gab es noch zu sehen einen neuen Call of Duty Trailer. Call of Duty Black Ops Cold War ist der Name, der wunderbar über die Zunge geht. Und das ist ein Teaser-Trailer, der aus so Realfilm-Szenen besteht, beziehungsweise aus realen Szenen, irgendwie aus dem Vietnamkrieg und aus irgendwelchen anderen Konflikten dieser Zeit und noch davor, eben Cold War-Era. Und wo auch so Nachrichtenausschnitte und so zu sehen sind. Und es soll ein Showcase am 26.08. folgen, wo dann das Spiel vorgestellt wird. Und deswegen werden wir dann nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen. Es gab noch so ein offizielles Bild. Ich weiß nicht, ob das das Cover ist oder einfach nur ein Artwork, aber da sieht man quasi einen Soldaten, der in der Mitte sozusagen zweigeteilt ist. Auf der einen Seite hat er so eine russische Uniform, auf der anderen einen amerikanischen Stil. Und die Uniformen bestehen aber aus so gefalteten Zeitungen. Und dann sind das halt so Zeitungsnachrichten, was auch ein bisschen wieder darauf hindeutet, dass es halt ja verschiedene Perspektiven geben wird. Ja, schön fand ich den PC Games Artikel dazu, wo drin stand. Ja, wir wissen jetzt, dass Call of Duty Black Ops Cold War wird während des Kalten Krieges spielen. Also, what? Krass, shocking, ja. Genau, ja, aber deswegen brauchen wir jetzt nicht so viel zu mutmaßen. Wir sprechen dann, wie gesagt, nächste Woche drüber. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen News. Und Tobi, da bist du jetzt dran. Ja, ich fange mal an mit der ersten News, weil es geht um VR. Mein Spezialgebiet hier im Podcast. Ja. Dafür bist du da. Ja, genau, weil ich habe ja auch eine Oculus Rift. Und Oculus, um die geht's auch. Oculus wurde ja schon vor Ewigkeiten von Facebook gekauft. Die machen das ja schon seit langem, langem. Und jetzt, es war immer separat oder relativ separat. Also Oculus hat seinen eigenen Vertrieb und sein eigenes Programm. Du kannst es zwar mit Facebook verknüpfen, aber es ist eigentlich das eigene Ding. Aber jetzt ist es so, ab Oktober, wenn du dir ab Oktober eine neue VR-Brille kaufst und willst dich da anmelden neu, dann musst du dich mit einem Facebook-Account anmelden. Also du brauchst einen verknüpften Facebook-Account, um quasi die Oculus-App nutzen zu können. Und wenn du schon eine Brille hast und schon einen Oculus-Account hast, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann wird es erst im Ende 2022 umgestellt. Also dann hast du noch 2 Jahre Zeit jetzt. Sie sagen halt, das soll das Spielen einfacher machen und das soll es einfacher machen, Freunde zu finden und mit ihnen zu spielen und das ist alles super. Speziell abgeschottete VR-Konten werden möglich sein. Ich nehme an, dass das bedeuten soll, dass nicht jetzt jeder auf Facebook immer sieht, dass du gerade VR spielst oder so? Ja, genau. Es soll halt heißen, dass man nicht von jedem jederzeit angeschrieben werden kann und so. Also, dass man halt quasi die Facebook-Basisfunktion deaktiviert, so ungefähr. Klang ein bisschen so. Irgendwie also, so, ne? Ja, ist ein bisschen strange, aber ja. Irgendwie werden wohl VR-Nutzerdaten getrackt in irgendeiner Form, wo aber auch nicht so ganz klar ist, was genau das bedeutet oder was getrackt werden soll. Wahrscheinlich wird getrackt, welche Spiele du spielst oder so, nehme ich mal an. Es soll tatsächlich auch um Werbung gehen. Also, dass sie auslesen, was du machst und dass dann dementsprechend Werbung geschaltet wird. Ah, okay, das habe ich gar nicht gecheckt. Das ist super. Ja, sorry, das hatte ich auch nicht mit aufgeschrieben, ja. Ja, also ganz schöne Shitshow, muss man schon echt sagen. Ich meine,
Weil es ist halt so bescheuert, ja. Du kannst dich ja jetzt schon verknüpfen, wenn du willst. Das geht ja. Also die Funktionalität davon ist eigentlich schon da. Und jetzt musst du es dann halt machen und kannst aber gleichzeitig dieses abgeschottete Ding machen, was ja eigentlich das ist, was jetzt schon ist, dass du, dass es nicht auf einer Plattform ist und dass du keine Ahnung, dass du es auch, dass du das separat halten kannst. Und auch halt, dass du keinen Facebook-Account brauchst überhaupt. Wenn du nicht auf Facebook bist, das geht auch. Und das geht jetzt dann nicht mehr. Du musst einen Facebook-Account aufmachen, wenn du dir so eine Brille kaufst. Was total bescheuert ist, weil Facebook-Accounts eh sehr stark getrackt werden. Ich weiß nicht, ich habe mal versucht, einen zweiten Account aufzumachen bei Facebook. Vor Jahren war das schon. Ich weiß nicht, ob das inzwischen schon wieder alles anders ist. Aber bei mir war das damals so, ich hatte Probleme, weil die wollten dann sehr schnell, also das ging ein paar Tage oder so, und dann wollten sie irgendwann eine Handynummer haben für eine Two-Factor-Authorization. Und ich hatte keinen Bock, denen meine Handynummer zu geben oder sonst irgendwas. Und dann habe ich das nicht gemacht und dann konnte ich auch nicht mehr mich in den Account einloggen und so. Also das ist jetzt nicht so, dass du einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben musst oder so. Ne? Die wollen wirklich quasi Real-Infos haben in irgendeiner Form. Was halt schon ziemlich uncool ist. Also ja, mein Facebook-Account wurde auch deaktiviert, weil ich keine Handynummer angeben konnte. Also ich meine, das war jetzt kein wichtiger Facebook-Account, das war nur, damit ich an Gewinnspiel XY teilnehmen konnte oder mal irgendeine Seite anschauen konnte. Aber genau, für so einen Scheiß habe ich das halt auch. Ich meine, ich habe einen normalen Facebook-Account, den ich zwar nie nutze, aber den habe ich halt noch von der Schule früher und der ist eigentlich auch ganz cool, finde ich, weil dann hast du halt wenigstens noch so halbwegs irgendwie Kontaktdaten von ein paar Leuten von früher, auch wenn du nie was postest oder sonst irgendwie. Aber ich habe halt jetzt auch keinen Bock dann, also mit dem würde ich es jetzt auch nicht verknüpfen wollen, weil ich habe dann auch wirklich keinen Bock, dass dann auf meinem Account irgendwann halt erscheint, ja, der hat hier nachts um 4 irgendwie noch VR gespielt oder sonst irgendwas halt. Das ist mir auch zu blöd. Also Nutzen habe ich davon gar keinen. Das ist total bescheuert, echt. Also ich würde schon sagen, das zieht die Oculus VR-Brillen auf jeden Fall runter, diese Geschichte. Ob es jetzt ein Dealbreaker direkt ist für Leute, gut, das muss jeder selber entscheiden, je nachdem, was man eh schon vielleicht mit Facebook macht oder nicht macht oder wie sehr man es verabscheut. Ich habe so das Gefühl, heutzutage gibt es ja keinen mehr, der Facebook richtig mag. Es gibt nur noch unterschiedliche Abstufungen von Abscheu. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube, die älteren Leute nutzen das noch eher tatsächlich. Ja, mag sein. Weil es ist aber wirklich blöd, ne? Weil Oculus war eigentlich schon so, ich würde mal sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis für jemanden, der eher so ein bisschen so eine Einsteigerlösung wollte. Jetzt dann auch gerade mit der Quest und so, das sind eigentlich schon gute VR-Brillen. Also ich meine, die haben eigentlich total ihre Marktberechtigung, weil wenn du jetzt irgendwie sowas nimmst wie die Index, dann bist du halt gleich im absoluten Pro-Segment und zahlst halt gleich mal irgendwie aus der Sicht 1000 Euro oder so. Und das Oculus konntest du dir halt für 399 zulegen. Das ist halt noch, ja, das ist halt nochmal eine ganz andere Ansage. Und das ist schon cool. Also ich meine, du kannst echt coole Sachen machen damit. Und ja, das ist schon echt ein bisschen blöde, dass die das jetzt hier so einschränken wollen. Ja. Also mir gefällt es nicht. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt noch im Moment noch fein raus, weil bis Ende 2022, da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drum. Mal gucken, was dann ist. Und selbst wenn das bis dahin nicht irgendwie geändert wird oder sich da wieder was tut, das muss man mal schauen. Wenn das jetzt wirklich so schlecht aufgenommen wird, bin ich mal gespannt, ob die das beibehalten oder ob die irgendwann sagen, ja, nee, dann machen wir es vielleicht wieder rückgängig. Aber selbst wenn nicht, sage ich mal, also dann würde ich jetzt zum Beispiel meine VR-Brille noch bis 2022 so benutzen wie jetzt. Und dann würde ich mir dann überlegen, ob ich mir dann halt einfach vielleicht mal auch ein Upgrade oder sowas hole und dann halt von jemand anders. Ja. Das war Pech gehabt. Genau, das wäre bei den aktuellen Reaktionen, also viele Leute reagieren halt eher gereizt darauf, dass es so gemacht werden soll. Und dann muss natürlich man schon davon ausgehen, als Hersteller, dass eventuell in Zukunft weniger Produkte abgesetzt werden. Ja, also ich sag mal, wobei es ist halt Facebook, ne? Denen geht's gut. Ja, ja, also ums Facebook machen wir jetzt auch keine Sorgen. Und die meisten Leute kriegen solche Sachen ja gar nicht, also die mehr so ein bisschen so die Casual-User und so, gerade vielleicht auch eher die Zielkundschaft von der Quest. Ich glaube, viele von denen, die kriegen das gar nicht mit, großartig irgendwie vorher. Und dann, wenn sie es mal gekauft haben, dann machen sie sich halt einen Facebook-Account. Das ist den meisten Leuten, glaube ich, dann auch wurscht. Aber wer sich so ein bisschen immer damit auskennt und mit halt, also so wie wir jetzt oder sich halt auch ein bisschen mit so Datengeschichten und sowas beschäftigt, ja, das ist auf jeden Fall, also ich finde, wenn ich mir jetzt
gerade die Frage stellen würde, was kaufen wir für eine VR-Brille, würde ich mir jetzt auch keine Oculus kaufen, ganz ehrlich. Ja. Und Valve und HTC werden sich gerade schön ins Fäustchen lachen, weil das sind halt die zwei Alternativen, die es gibt. Ja, oder PlayStation VR, aber das ist natürlich dann eine Plattform. Okay. Ja. Ja, jo. Gut. Jo, einfach mal schauen, was dann passiert, spätestens in 2 Jahren. Spätestens 2 Jahren. Ich bin mal gespannt, wenn es jetzt dann tatsächlich kommt im Oktober, was dann Oculus zu vermelden hat, wie sich das bei denen so entwickelt, auch Verkaufszahlen technisch und so. Wenn es wirklich irgendwie nochmal so einen richtigen Shitstorm gibt und so, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch nochmal überdacht wird, die ganze Geschichte. Ja, und mal schauen, was sie da für Features zeigen. Also wenn sie jetzt ja behaupten, es wäre so toll, dass man dann über Facebook Freunde findet. Ach, das ist völliger Schmarrn, das kann ich dir jetzt gleich sagen. Das ist nur Werbeblabla. Das, worum es denen eigentlich geht, glaube ich, ist die Werbung zu schalten. Das ist also der letzte Punkt, den wir hatten mit der Werbung. Ich glaube, das ist das Wichtigste dann. Da gehe ich davon aus. Einfach mehr Kontrolle, mehr sehen, was passiert. Und das Ganze nutzen für monetäre Zwecke. Genau. Gut, jetzt haben wir noch 2 Spiele, die neu vorgestellt wurden. Und da haben wir zum einen Black Myth Wukong. Das ist ein Action-Adventure, was so ein bisschen an Dark Souls zum Beispiel erinnert. Also halt Third Person mit schnellen Kämpfen, mit Ausweichrollen, mit Ausdauerleiste. Also so typische Sachen, die erstmal daran erinnern, aber aus einer Demo ist immer schwierig zu erkennen, inwieweit das so genauso ist. Aber ja, es mutet so an. Das Ganze kommt vom chinesischen Entwickler Game Science. Das ist ein Fantasy-Game und basiert auf Sun Wukong. Das ist ein Charakter aus Die Reise nach Westen. Das ist so ein klassischer chinesischer Roman, einer von den 4 großen wohl. Es gibt ja auch entsprechende Filme, Journey to the West halt. Und es wurde in vielen Werken verarbeitet, sag ich mal. Falls man zum Beispiel von Dragon Ball Son Goku kennt, das ist halt die japanische Variante von Sun Wukong, dem Affenkönig. Es gibt zum Beispiel in Dota 2 gibt es einen Charakter, der dem nachempfunden ist, und generell ist es halt in der chinesischen Popkultur ist das halt einfach ein großes Ding. Ey, warte mal. Wieso der Affenkönig? Weil das halt so ein Affe ist. Oder was meinst du genau? Ne, ich überlege mich noch, kennst du noch das Computerspiel Enslaved Into the West? Ja, kenne ich. Ja. Ist das auch davon inspiriert? Ich meine, das spielt in den USA. Da reist du in den USA nach Westen in so einer postapokalyptischen Welt. Also aber das ist auch so ein Affe dabei und so. Nee, ich hab's halt selbst nicht gespielt. Der hieß doch Monkey, oder? Hieß der nicht so? Ja, genau. Ja. Oder war das ein Affe oder hieß der nur so? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, ich glaube schon, dass er auch so aussah. Kannst du mal kurz nachschauen, wenn du willst. Also ich hab's halt nicht gespielt, deswegen kann ich sie nicht beantworten. Aber schau ich mal nach, ich erzähle hier den Rest. Ja, ich hab den Anfang mal gespielt, aber jetzt überlege ich jetzt gerade, ob das halt vielleicht so eine amerikanisierte Version war von dem Ding. Ne? Ja, guck doch mal nach, ob dir Google was rausschmeißt. Du kannst jetzt schon mal weitererzählen. Genau. Und dementsprechend ist das halt eine klassische Geschichte, die da verarbeitet wird, und das ist auch im typisch chinesischen Stil, würde ich sagen. Das Ganze wird halt, zumindest in dieser Alpha-Version, sieht man hauptsächlich so Duellkämpfe, wo man gegen andere anthropomorphe Tiere antritt, also aka Furries. Ja. Also man kämpft dann halt zum Beispiel als Affe gegen einen Wolf, und das Ganze ist ziemlich cool designt. Die Waffen bestimmen den Kampfstil. Das heißt, wenn man einen Gegner besiegt, dann kann man ihm eine Waffe abnehmen und dann beeinflusst das auch, wie man kämpft. Also hier in diesem Kampf gegen den Wolf zum Beispiel, der hat so Feuerklingen, also so einen Stab mit so Feuerklingen. Wenn man ihn besiegt, dann nimmt man ihm das Ganze ab, und wenn man später im späteren Kampf auf diese Waffe wechselt, dann wird man selbst zu dem Wolf. Ich weiß noch nicht, ob sich das so durchs ganze Spiel ziehen wird oder nicht, aber das sah schon ziemlich cool aus, war ein ganz nettes Feature. Jo, ist auf jeden Fall abgefahren. Ganz kurz Einwurf, ich kann bestätigen, also zunächst das Spiel hieß Enslaved Odyssey to the West. Mhm. Und laut Wikipedia ist es loosely based on Journey to the West. Also grob drauf auf. Ja, wie gesagt, das ist echt ein großes Ding tatsächlich. Ja. Und in dem Spiel ist es so, dass man sich in eine Fliege verwandeln kann oder in eine Zikade, glaube ich, hieß es. Ich weiß nicht, ob das immer gehen wird oder ob das nur an bestimmten Stellen geht, weil das wäre ziemlich overpowered, wenn man sich jederzeit verwandeln könnte. Man kann dann halt so ein bisschen rumfliegen, und man hat auch andere Fantasy-Gestalten gesehen, zum Beispiel so einen Riesen, vor dem man sich irgendwie versteckt hat, während man da rumgeflogen ist. Also ich weiß nicht, ob die Gegner einen vielleicht doch irgendwie spotten können, während man als Tier da rumfliegt. Ist alles noch ein bisschen unklar. Ja, also das mit der Zikade zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass das
dass das schon, dass das so eine Art Reisefunktion ist oder so, aber es kann halt sein, dass du dann, weißt du, du hältst dann vielleicht nichts aus oder so. Das hat vielleicht irgendwie so eine Downs, weil er kämpft ja nicht irgendwie als Zikade. Genau. Und das könnte ich mir zum Beispiel ganz cool vorstellen, dass du dadurch schnell dich irgendwie also reisen kannst und so, aber dann, wenn ein Gegner da ist, dann musst du auch schauen, dass du wieder wechselst. Naja, man muss es halt irgendwie limitieren, sonst fliegst du ja von Anfang bis Ende des Levels einfach durch. Genau, genau. Aber ich mich hat das auch nicht so ausgesehen, als ob diese Zikade jetzt irgendwie besonders hoch fliegen kann oder so. So ein bisschen zwar, aber ich glaube, das könnte ziemlich begrenzt sein, so wie das aussah. Ja, besonders agil war die jetzt auch nicht. Wahrscheinlich werden entsprechende Mechaniken nur so eingeführt, die verhindern, dass man einfach sich nur versteckt. Genau, irgendwie sowas. Genau. Die Entwickler planen einen kooperativen Multiplayer für das Spiel, was auf jeden Fall ziemlich cool klingt. Und ich muss sagen, dieser Gameplay-Trailer, der geht so 14 Minuten. Also die Optik, wow. Das ist halt Unreal Engine. Das ist einfach, wie man es halt von zum Beispiel dem, na, wie ist nochmal das China-Spiel? Infinite? Nee, warte. Wie ist das Spiel nochmal, das Olli und ich vorgestellt hatten? Jetzt fällt mir der Name. Bright Memory? Genau, Bright Memory, danke. Genau, das hat ja schon auch so eine überbordende Optik und das ist ja auch wieder so typisch dieser chinesische Stil, wo einem wirklich Effekte um die Ohren geballert werden, die ganze Zeit fliegt irgendwas durch die Gegend, das sind super viele Gräser am Boden, das sind super viele Pflanzen, also es sieht wirklich, wirklich schön aus. Ja, und vor allem dieses Viech, dieses Fellviech, gegen das er dann kämpft, das sieht ja mal krass aus, finde ich, dieses Fell, diese Haare sehen irgendwie total gut aus. Ja, stimmt, gegen Ende der Demo kämpft man gegen so ein Werwolfartiges Vieh, also auf jeden Fall so wolfartig und das ist ziemlich groß und springt dann irgendwie von Dach zu Dach von so Pagodendächern und dann sieht man an so einer bestimmten Stelle, wie dann von hinten so der Mond auf das Vieh drauf scheint, du siehst das ganze Fell und dann, wenn es näher kommt auch, also es ist schon ziemlich beeindruckend gemacht tatsächlich, ja. Fand ja, also man, ich finde, man will es fast knuddeln, weil es ist so, es ist so flauschig. Ja, aber ich finde, man sieht es auch über ihrem Gesicht tatsächlich, der hat ja so eine Mischung aus menschlichen und Affengesicht und hat halt auch so Haare im Gesicht und das sieht auch ziemlich gut aus tatsächlich. Ja. Echt gut gelungen. Und generell muss ich sagen, fand ich die Animationen ziemlich krass. Vor allem vom Charakter, von dem Monkey King, sag ich jetzt mal, Wukong. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Attacken macht, dann schlägt er nicht einfach nur zu, sondern er dreht halt den Stab in so einer krassen Animation oder er springt halt einfach nur außerhalb des Kampfes über so eine Lücke drüber, macht dann einen Salto. Also alles ist ziemlich auf Style ausgelegt und irgendwie noch auf immer noch einen coolen Move hinterher, aber das kostet ja auch alles Arbeit, ne? Und Zeit, das einfach mal noch mit zu animieren. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Ja, was ich auch noch cool finde, ist, dass es nicht so, also es ist zwar mit so total, wie du sagst, so total stylisch und mit so vielen Flourishes, ja, und dann haut er den Stab dann noch dreimal irgendwie um sich rum. Aber es ist nicht zu überbordend mit irgendwelchen so Blitzeffekten und so. Es sind zwar auch so ein paar drin und es sind auch viele Partikeleffekte drin, gerade weil dieser Stab da, der ist ja auch noch, steht ja auch noch in Flammen irgendwie an beiden Enden. Aber es wirkt, also ich finde, man hat trotzdem immer ein klares Bild von dem, was man sieht, weil das ist manchmal zum Beispiel, wie hieß jetzt das andere, was auch zum PS5-Start rauskommen soll, da das exklusive Ding, Godfall? Mhm, ja. Das ist da viel, das da finde ich, wenn man sich von dem den Kampf anschaut, da habe ich viel weniger Ahnung, was eigentlich genau gerade passiert, weil überall blitzt irgendwas oder es gibt irgendwelche Lensflares, die irgendwas überdecken und das ist hier nicht so. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Mhm, ja. Ein bisschen klarer, irgendwie die Optik. Ja. Nee, also tatsächlich von der Technik her sieht es richtig gut aus. Genau. Hätte man gar nicht jetzt erwartet von irgendwie so einem unbekannten Studio. Hat mich auch komplett geflasht, muss ich sagen. Und ich muss sagen, vielleicht habe ich da echt ein bisschen verschlafen in letzter Zeit. Vielleicht muss ich mal versuchen, mehr Ausschau nach so chinesischen Games zu halten. Also ich muss sagen, wie Bright Memory finde ich das ja auch super krass, einfach von der Präsentation. Mhm. Das ist irgendwie nicht das, was man von westlichen Spielen kennt. Nicht, weil es jetzt unbedingt super, weil es in jedem Belang besser ist, aber es sieht schon cool aus. Also ich finde es schon sehr ansprechend tatsächlich. Jo. Und ich fand tatsächlich die Rauchanimation ziemlich cool. Da ist so ein Charakter, den man öfter mal trifft, der dann einfach so im Rauch verschwindet. Ich fand, das sah super gut aus. Das war einfach sehr viele Partikel gefühlt, sehr fein animiert. Gefiel mir auch sehr gut. Und ich hoffe einfach, dass das ein cooles Game wird. Man hat am Ende, gibt es nochmal so einen Cut, wo man nochmal verschiedene Szenen sieht, also wo halt quasi nur zusammengeschnitten sind, denn die ist wie gesagt eine Alpha-Version und das scheint so ein Demo-Gebiet zu sein, das ist ziemlich klein und das scheint auch extra dafür gebaut zu sein. Denn du fliegst halt als Zikade los, dann hast du deinen ersten Kampf, dann fliegst du 20 Meter weiter oder rennst weiter, dann kämpfst du gegen das nächste Vieh, dann sprichst du mit irgendeinem komischen alten Meister
Und das ist halt alles sehr komprimiert, ne? Also es findet alles auf einem super kleinen Gebiet statt. Und ich denke nicht, dass das Spiel letzten Endes so aufgebaut sein wird. Ja, keine Ahnung. Also, das weiß ich ja, das ist eine gute Frage. Wie linear wird das Ganze werden? Irgendwie. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Also, weil das sah, wie du sagst, das sah jetzt sehr linear aus in der Demo auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Ja, und vor allem auch extrem komprimiert. Also, selbst wenn es ein lineares Spiel wäre, das wäre ja alles viel zu nah beieinander sozusagen. Du kannst es ja nicht so ein Pacing beibehalten, dass du alle 3 Meter über einen Gegner oder über eine Cutscene stolperst. Da muss man halt mal schauen. Ja, das stimmt. Ja, man muss mal gucken. Ich meine, es sieht jetzt alles sehr cool aus, aber wie gesagt, bei so Demos muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Was, genau. Wie es dann letztendlich rüberkommt. Weiß man schon, wann genau das rauskommen soll? Nee, das ist tatsächlich noch gar nicht klar. Es wurde zwar angekündigt, es soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X kommen, aber ich habe auf einer anderen Seite gelesen, dass die aktuell sogar auf ihrer offiziellen Seite noch nach Mitarbeitern suchen. Also es ist, ja, da es ja noch Alpha ist, ich gehe davon aus, dass es nicht vor 2022 erscheint. Ja, ja. Dass sie da noch ordentlich Zeit reinstecken werden müssen. Aber dafür sieht es auch schon richtig nach Next-Gen dann aus. Also, das muss man... Ja, genau. Kann man schon sagen, ne? Stimmt. Okay. Was ich noch interessant fand tatsächlich, dass ab und zu mal während der Kämpfe zwischendrin so kleine Cutscenes kamen. Also es gibt zum Beispiel so eine Stelle da, als er gegen dieses Wolfsmonster kämpft, dann pustet er ihm so Rauch ins Gesicht. Mhm. Und, oder so Staub. Und dann, ja, dann geht's halt einmal kurz nah an den Charakter ran und schaut ihm halt über die Schulter oder von der Seite zu, wie er das macht. Das war auf jeden Fall cool inszeniert. Ist halt die Frage, wie gut kann man das einbinden in das Gameplay oder wie störend wird das sein? Aber es macht einen coolen Eindruck auf jeden Fall, ja. Ja, und solange es auch dann bitte keine Quicktime-Events werden oder so. Das stimmt. ja, und man war in dieser Demo ja in so einem Dschungelgebiet unterwegs, aber es wurde dann halt am Ende nochmal so ein, wie gesagt, so ein Cut gezeigt, wo man nochmal verschiedene Szenen sieht. Da hat man auch noch Wüsten und verschneite Gipfel gesehen, also halt die typischen Tropes. Aber das wirkt schon recht ambitioniert. Dann mal schauen, ich hoffe, das wird was. Ja. Jo, ja, das ist halt noch, also das wäre jetzt auch so der größte Sorgenpunkt, den ich habe, ist, dass das so eine flashige Demo ist, aus der dann nie was wird oder so. Wäre natürlich schon auch noch möglich. Es hat aber zumindest die letzten Tage ziemlich viel Wirbel gemacht. Und ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass sie, wenn nötig, Geldgeber finden und dass sie auch neue Mitarbeiter bekommen. Das wäre optimal. Jo, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ich da Bock drauf hätte, das zu spielen, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Je nachdem, ich hatte ja schon gesagt, das hat so einen Dark Souls-Vibe, aber es gibt auch andere Szenen. Also man kann sich zum Beispiel auch verwandeln in andere Viecher und dann hat man zum Beispiel keine Ausdauerleiste mehr. Also ist alles ein bisschen unklar, wie das funktioniert. Aber gut, da sprechen wir nochmal drüber, würde ich sagen, wenn es mehr zu sehen gibt. Genau. Genau, dann wurde heute noch ein anderes Spiel vorgestellt. Also zum einen sollte ja das Suicide Squad Game vorgestellt werden. Ja, was ist denn daraus geworden? Naja, das ist halt, glaube ich, erst in 2 Stunden oder so. Wir verpassen das ja mit dem Podcast ein bisschen. Genau, ist ein bisschen doof. Deswegen können wir dann da auch nächste Woche erst drüber sprechen. Aber das ist auch schon wieder ein Grund, warum die Folge wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen mehr Themen haben wird. Aber was jetzt schon vorgestellt wurde, ist Gotham Knights. Das ist aus dem Hause Warner Bros. Games Montreal. Und das hat nichts mit der Arkham-Reihe zu tun, auch wenn man das vielleicht erstmal vermuten könnte. Aber es ist halt ein eigenständiges Spiel. In der Storyline scheint es so zu sein, dass Batman tot ist. Sieht man zumindest anfangs im Cinematic-Trailer. Es wurde einmal ein Cinematic veröffentlicht, der irgendwie 4 Minuten geht. Und dann noch eine Gameplay-Szene oder ein Gameplay-Video, was auch nochmal 4-5 Minuten geht. Und naja, dass Batman tot ist. Gut, würdest du dich darauf verlassen, Tobi? Meinst du, er ist wirklich tot? Ich glaube schon. Es ist langsam Zeit. Sorry. Aber seit wann denn gibt es seit 1937? Okay. Wird auch schon, geht auch schon hier, ist über 80. Da kann der mal abtreten. Ja. Meine Meinung. Was ich lustig fand während des Gameplays, sieht man dann später, dass man mit Alfred kommuniziert. Also selbst wenn Master Wayne endlich aus den Latschen gekippt ist, Alfred, nee, der darf nicht in Rente. Der muss direkt weiterarbeiten für die Nachfolger. Und die Nachfolger sind Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood. Und, das B-Team. Genau, das B-Team. Und die würden quasi, die kriegen noch eine Nachricht von Batman, der sagt, ey Leute, jetzt bin ich wahrscheinlich tot, wenn ihr das seht. Deswegen räumt mal bitte auf jetzt. Und ich muss sagen, ich war jetzt so, warum ist denn Deadpool dabei? Ist das nicht ein anderes Universum? Weil dieser Red Hood sieht halt einfach original aus wie Deadpool. Ist ein bisschen strange, aber... Aber die coolen Sprüche hat er nicht drauf, oder? Nee, leider nicht. Das stimmt. Ich meine, gut, das ist ja normal bei
DC und Marvel, dass sie sich teilweise gegenseitig die Helden geklaut oder nachgemacht haben. Und das könnte ja so ein Fall sein, wobei ich glaube, der Gegenspieler von Deadpool ist doch Deadshot, oder? Ich habe keine Ahnung. Der kam auch in einem der Batman-Games vor, glaube ich. Ich glaube, in Arkham Knight war das der. Was, der Gegenspieler von. Ach, der Gegenspieler von Red Hood? Oder was? Nee, quasi der Konterpart. Also der Marvel-DC-Konterpart. Ich glaube halt, der Konter. Ach so. Der Gegenpart zu Deadpool ist, glaube ich, Deadshot. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht so. Aber Deadshot ist doch. Nee, warte mal. Deadshot kam vor in Arkham City und das ist dieser Ultra-Sniper-Typ. Genau. Aber Deadpool ist doch kein Sniper. Ja, aber der ist auch so auf Waffen. Ich dachte, die wären quasi die Gegenstücke. Ach, keine Ahnung. Du, ganz ehrlich, ich kenne mich mit Superhelden nicht genug aus. Aber Red Hood sieht ihm auch ähnlich. Also von daher ist es vielleicht auch der. Ja, ihr merkt schon, wir sind Experten auf dem Gebiet. Ich kann sagen, jetzt können wir wieder über den Trailer reden, den habe ich wenigstens gesehen. Sorry, ich wollte einfach nur mein massives Wissen anbringen auf allen Seiten. Es hat super funktioniert. Ja, richtig. Es bröckelt von allen Seiten so scheiße auf uns runter. Okay. Was kannst du auch zu sehen im Trailer? Man sieht, dass der Kontrahent Mr. Freeze ist. Der will mittels Wetterkontrolle über die Stadt erlangen. Also er hat da irgendwie so Maschinen, mit denen er Stürme und so erschaffen kann. Und natürlich hat er seine typische Eiskanone dabei. Und die Story wird komplett im Koop spielbar sein. Was ja erstmal eine ganz coole Idee ist eigentlich, dass man das zu zweit spielen kann. Man sieht auch in dem Gameplay, wo sie zu zweit unterwegs sind, dass es kleinere Dialoge gibt, die Charaktere untereinander abspielen. Es gibt Combo-Attacken, die man ausführen kann. Ist natürlich die Frage, wie oft kommt das vor, wie umfangreich wird das sein, aber es ist zumindest möglich. Das fand ich schon ganz nett. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wenn man dann alleine spielt, hat man dann KI-Kameraden an der Seite? Das ist eine gute Frage. Das wäre komisch, ne? Also wenn es so Kombos gibt und so, die dann auch irgendwas ausmachen, wäre es eigentlich komisch, wenn man es nicht hat, ne? Weil du müsstest ja bräuchtest ja jemanden, mit dem du dich dann da irgendwie. Sonst wäre es ja alleine wahrscheinlich um einiges schwieriger, wenn du dann diese Kombos nicht hast. Ja. Dass die sich gegeneinander da aushelfen. Keine Ahnung, muss man abwarten. Was ich mich gefragt habe in dem Trailer, ist, man sieht ja immer, wenn die so zwischen den Charakteren wechseln, das ist immer dann kurz wie so ein Splitscreen und dann geht das Bild wieder in den anderen Charakter über, ne? Ist das nur eine Blende für diesen Gameplay-Trailer oder wird es vielleicht Splitscreen auch geben? Ich glaube, das ist nur für den Gameplay-Trailer. Du meinst, okay, ja, das mag sein. Ja, ich glaube nicht, dass die Splitscreen noch anbieten werden. Sonst hätten sie es vielleicht schon auch gesagt. Ja, aber ansonsten, also ich finde, also mich erinnert es, auch wenn es nicht Teil der Arkham-Reihe ist, mich erinnert es schon. Allein von der Optik und vom Flow her und so erinnert es schon sehr stark an die Arkham-Reihe, an die Arkham-Reihe, findest du nicht? Also ja, absolut. Also man sieht irgendwie, dass das zumindest eine ähnliche oder die gleiche Engine ist. Irgendwie wirkt das alles so ähnlich. Das kommt schon sehr drüber. Jo. Was gab es noch zu sehen? Es gab zu sehen, dass man, dass die Charaktere leveln, was, glaube ich, neu ist für die Batman-Reihe, oder? Das war doch vorher in den ganzen Arkham-Teilen nicht so, oder? Bin ich da falsch? Ich glaube nicht. Also Arkham Knight habe ich noch nicht gespielt, Arkham Knight. Da wüsste ich es jetzt nicht. Aber bei Asylum und bei City zumindest hast du keine Level. Du hast halt nur dieses Ding, dass du zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel neue Ausrüstung findest, was dir dann mehr Power gibt. Aber nee, ich glaube, ein Level-System gab es nicht. Ja, das war ja auch eine gewisse Progression. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil ich kurz nachgeschaut habe wegen Red Hood und Deadpool. Also es scheint tatsächlich... Das lässt ihn nicht los. Nee, ich muss doch jetzt wissen. Also ja. Deadpool ist the Merc with a Mouse und Red Hood ist a Vigilante with a Trigger Happy Finger. Also sie scheinen tatsächlich die Gegenstücke zu sein, ja. Okay. Na dann. Ja, aber zurück zum Game. Ja, das mit dem Level-System muss man mal gucken, wie das funktioniert. Und man sieht auch tatsächlich während der Kämpfe, dass Schadenswerte angezeigt werden, wie in so einem MMO. Ja, also wenn du einen Charakter haust, dann wird dir erstmal angezeigt, wie viel Schaden du ihm gemacht hast. Auch etwas strange. Am Ende gibt es so einen Bossfight zu sehen gegen Mr. Freeze. Und hat er keinen Doktor? Nee, ich glaube nicht. Der ist ohne Doktor, ja. Vor seine Frau verloren und dann hat er vielleicht keinen Bock mehr gehabt, den Doktor noch fertig zu machen, ich weiß auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man, zumindest laut Aussage des Entwicklers, dass man da während der
oder über die Spielzeit, wenn man selbst levelt, dann leveln die Gegner auch mit. Vor allem die Bosse, ich weiß nicht, ob die es auch auf die normalen Straßenkämpfer bezogen haben. Aber dann soll es halt so sein, dass wenn du Mr. Freeze, sagen wir mal, auf Level 5 triffst, ist er halt noch anders, als wenn du ihn auf Level 10 triffst. Also in dem Sinne, dass er halt andere Fähigkeiten hat, andere Attacken durchführt und so. Was ja eine ganz coole Idee ist, aber ich würde da jetzt noch nicht drauf setzen, dass das so richtig gut umgesetzt ist. Ich weiß nicht. Also ich will nicht unbedingt mehrfach Mr. Freeze bekämpfen. Ja, und vor, ja, eben, also was soll das? Soll das den Wiederspielwert irgendwie erhöhen oder was? Das ist doch eigentlich. Ja, das ist die Frage. Also ich meine, es ist ja nicht unüblich, dass man sozusagen auf die Nemesis immer wieder trifft, sei es jetzt in Spielen oder halt auch in Comics von den ganzen. Ach so, also ja, okay, also du meinst wirklich, dass man den zweimal trifft zum Beispiel dann im selben Durchlauf, okay. Hm. Ja gut, ich meine, das gibt's ja öfter, dass du so einen Boss irgendwie schon mal getroffen hast vorher und der auch nur auf halber Kraft unterwegs war so ungefähr und dann geht er halt nochmal richtig ab. Das ist ja jetzt kein besonderes Feature eigentlich. Jo. Was ich sonst noch ganz cool fand, war auch am Ende bei dieser Endsequenz in dem Kampf gegen Mr. Freeze, dass er irgend so eine Maschine hat. Ich glaube, das ist da seine Wetterkontrollmaschine oder so, die so Blitze im Kreis fahren lässt am Boden. Und in dem Moment, wo das losgeht, kommt so eine kleine Zwischensequenz und dann schwenkt die Kamera um in ISO-Perspektive und man läuft halt aus der Draufsicht quasi weg vor den Blitzen. Keine Ahnung, ob das jetzt nur ob das ein bestimmter Cut war, also eine Kamerafahrt. Für mich sah es eigentlich ein bisschen so aus, als wäre das tatsächlich Gameplay, was so stattfindet. Oh, das wäre furchtbar. Echt? Ich würde sagen, ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich hasse das, wenn du eigentlich irgendwie so ein Third-Person-Ding hast oder so und dann auf einmal fährt irgendwie die Kamera raus und ist irgendwie in einer völlig anderen Perspektive und dein Charakter steuert sich am besten auch noch völlig anders irgendwie und so. Ich habe bei Uncharted, habe ich diese Passagen immer gehasst, wo du vor irgendwas wegrennst und die Kamera ist dann vor dir gefixt. Das heißt, du musst immer quasi nach rückwärts laufen, so ungefähr, und siehst dann immer, was hinter Drake passiert, was natürlich cool ist, aber ich komme da so durcheinander immer bei solchen Sachen, weil die Steuerung dann auf einmal quasi völlig unintuitiv ist, ja, weil es nicht mehr das ist, was ich haben will. Aber ja, muss man mal abwarten, wie das ist. Ob das wirklich dann gesteuert wird oder was dann passiert oder ob das so eine Cutscene ist, mal schauen. Ja. Aber also mit sowas kann ich mir nichts anfangen. Okay, also ich finde es von der Idee her ganz cool. Ich hatte nur die Befürchtung, dass es mich ein bisschen rausreißt aus dem eigentlichen Gameplay. Nicht im Sinne von Steuerung, sondern halt Immersion. Dass man die ganze Zeit sich in einer bestimmten Perspektive befindet und dann so davon losgelöst wird. Ja, naja, von daher geht's, glaube ich. Ja. Aber also gerade bei Third Person, also bei First Person ist es ein bisschen komisch, aber so wie es stimmt. Was mich noch wundert, weil ich auch gerade so, während wir reden, hier den Trailer noch mal so ein bisschen durchlaufen lasse. Man sieht ja Batgirl, glaube ich, ne? Also ich nannte sie vorhin, habe ich sie noch Miss Batman genannt, aber anscheinend ist es Batgirl. Und man sieht ja das ist ja der Red Hood, glaube ich, ne? Der andere, den man da. Der Deadpool, ja. Genau, der Deadpool. Ich finde wenn man sich die beiden anschaut, wie die so, keine Ahnung, sich bewegen und kämpfen und so, das sieht ja sehr ähnlich aus, ne? Ach so, die ist mit Robin unterwegs in dem Video, glaube ich. Dann ist das Robin. Sorry, ich hab's auf Stumm und ich sehe es nur nicht im Fullscreen und so. Aber egal, auf jeden Fall, also die bewegen sich und verhalten sich auch im Kampf und so, kämpfen relativ ähnlich, finde ich. Dann gehe ich mal davon aus, dass das auch so, also dass es halt für den Koop gedacht ist und nicht, dass du unterschiedliche Helden dann hast mit wirklich komplett unterschiedlichen Verhalten. Also vielleicht haben sie irgendwie ihre eine Spezialfähigkeit oder so, die für sie ausgerichtet ist, aber ansonsten so der normale Spielabfluss scheint ja relativ gleich zu sein zwischen den einzelnen Charakteren, so wie das zumindest in dem Trailer aussieht jetzt. Gehe ich auch von aus. Also sie haben halt schon verschiedene Fähigkeiten. Man sieht am Anfang in dem Gameplay-Trailer, dass das Batgirl, dass die zum Beispiel einen Enterhaken hat, also typisch Batman-mäßig, und der andere, mit dem sie unterwegs ist, ich weiß gar nicht, ob das auch schon der Robin ist, der hat halt so eine Teleport-Fähigkeit. Also es variiert schon im gewissen Maße, aber ich denke mal, dass wenn du einen spielen kannst, dann kannst du alle spielen. Dass sie halt vielleicht verschiedene Animationen haben, dass sie leicht abgeänderte Fähigkeiten haben, aber wahrscheinlich haben sie alle eine Möglichkeit, Distanzen zu überbrücken, sie haben alle eine Fernkampfattacke, sie haben alle eine Nahkampfattacke. Genau, also so, dass das ein bisschen halt eine Variation gespiegelt ist. Ja. Genau, da würde ich auch von ausgehen. In dem Gameplay-Trailer wird auch in dem Voice-Over gesagt, dass die Charaktere, generell, dass das Spiel verschiedene Spielstile ermöglichen soll. Jetzt nicht auf Charaktere bezogen, sondern halt einfach, dass man
anfangs schleichen kann, aber dann vielleicht auch kämpfen kann. Man sieht ja auch viele Kämpfe. Bei Batman ist es ja traditionell eher so gewesen, zumindest in der Arkham-Reihe, dass du schon stark auf Schleichen und verdecktes Vorgehen angewiesen warst, denn viel hast du nicht ausgehalten. Und zumindest hier wirkt es ja doch deutlich aggressiver und offener, die Kämpfe. Ja. Das stimmt. Aber da muss man auch mal abwarten, in welchem Teil des Spiels das spielt, weil ich weiß noch, bei Batman war es zum Beispiel so, es kam sehr darauf an, wo du gerade bist. In manchen Situationen musstest du wirklich schleichen, weil viele Gegner bewaffnet waren, dann hast du immer ein Problem gehabt. Aber es gab schon durchaus zwischendrin immer mal wieder so Level, wo du wirklich einfach auch reinmarschieren konntest und austeilen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die hier auch so ein bisschen so dir Gebiete liefern, die dich auf die eine oder andere Weise so ein bisschen hindeichst, dass du auch ein bisschen Abwechslung hast, halt in dem, was du machst. Mhm. Also, ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Ja, das Release ist geplant für 2021 für PC, Current und Next-Gen-Konsolen, also quasi alles abgedeckt, ja, bis auf Switch vielleicht, aber ansonsten sind alle dabei. Ja, grafisch sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich hoffe, es sieht gut aus, aber ich finde jetzt auch nicht, also mal wieder so ein Spiel, wo ich sagen könnte, es sieht super gut aus, aber es könnte, glaube ich, auf der jetzigen Generation schon auch noch laufen. Oder meinst du? Ja, finde ich auch. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es viel krasser aussieht als Arkham Knight. Zumindest nicht, als ich es in Erinnerung habe. Ich habe es jetzt nicht gespielt. Aber es ist auf jeden Fall, es hat viele Details und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jo. Ja, hoffentlich bleibt es dabei und es wird nicht gedowngradet. Aber ich denke mal nicht. was mir noch aufgefallen ist tatsächlich während des Gameplays, zumindest glaube ich das, vielleicht kannst du ja gleich mal kurz reinskippen, Minute 4:13. Ich habe das Gefühl, dass es da ruckelt mal zwischendurch. Und ich hatte auch vorher ein, zweimal das Gefühl, dass da irgendwas nicht so 100% sauber läuft. Ja, vielleicht kannst du das gleich bestätigen oder verneinen. Ich habe extra zwei, dreimal zurückgespult und da kurz bevor sie die Wache umhaut, die Batgirl, da gibt's irgendwie so eine... Da gibt's so einen Cut, ne? Ja, ja, das stockt so ein bisschen, ne? Ja. Aber wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das... weil da geht ja auch gleichzeitig wieder so ein bisschen... weil sie gerade da die Wache umhaut. Ist aber auch irgendwie so eine Art Kamerawechsel. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Aber du hast recht, es stockt auf jeden Fall so ein bisschen. Also kurz bevor sie die umgehauen hat, ne? Ganz kurz davor. Ja. Ja, also irgendwie schien mir das nicht ganz sauber. Und ich hatte, wie gesagt, vorher ein, zweimal schon das Gefühl, dass das nicht 100% flüssig ist. Aber gut, das ist Das ist auch mal schwer zu sagen hier mit so Videogeschichten und Kompression und was weiß ich alles. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht eine Kritik, die, selbst wenn das stimmen sollte, dass es geruckelt hat, dass es fürs finale Spiel auch noch so sein wird, aber es ist mir halt aufgefallen, auf jeden Fall. Ja, also wir geben jetzt schon eine 1 von 10. Genau, ganz klar. Und weil Deadpool nicht dabei ist. ja, und ganz kurz noch zu sagen, dass viele schon sich relativ negativ über das Spiel äußern, in dem Sinne, dass sie vermuten, dass es einen Games-as-a-Service-Ansatz haben wird, also ähnlich wie das Avengers-Spiel, was ja, glaube ich, aktuell in der Beta ist. Was auch bei den Leuten nicht so gut ankommt bisher. Mhm. Und das wäre natürlich nicht so cool, wenn das so kommen sollte. Wobei ich jetzt nicht so schlimm finden würde, wenn es ein gutes Spiel wird. Aber das, man hat natürlich die Vermutung, wenn es sowas wird, dass dann Monetarisierung das Wichtigste mit sein wird und dass das dem Spiel vielleicht nicht so gut tun könnte. Ja, aber es sieht ja zumindest schon mal so aus, als hätte es, also von dem, was zumindest gezeigt wird im Gameplay-Ding, sieht es ja schon aus, als hätte es irgendwie eine so eine festgelegte Story oder so, der man da folgt, auch wieder mit relativ linearen, cineastisch angehauchten Levels, wo immer wieder Momente drin sind, wo man durch irgendwas geschleust wird, so dass es möglichst gut aussieht und so. Und das bedeutet für mich, wenn du das dann als Game as a Service machen willst, dann hast du eigentlich, ist deine Option, die du hast, ist ja eher entweder du verkaufst irgendeinen Bullshit wie Skins, was mir immer relativ egal ist, oder du müsstest halt dann DLCs machen, die dann irgendwelche neuen Level wieder dazu bringen. Und ich sehe jetzt in dem Spiel nicht, also in dem, was man zumindest bis jetzt sieht, sieht es mir nicht so aus wie so ein MMO oder so, weißt schon, wo du irgendwie so eine Welt hast, wo du einfach irgendwie billig Content reinstopfen kannst. Das scheint mir da nicht so gut zu gehen. Dafür sind die Umgebungen zu spezifisch, zumindest die, die man bis jetzt sieht. Kann natürlich sein, dass es dann noch anderes geben wird, aber wundert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, wo der Ansatz herkommt. Ja, ich glaube, vor allem wegen dieser ganzen Level-Mechaniken und aus diesem Koop-Gedanken. Aber so sicher bin ich mir auch nicht, warum die Leute drauf kommen. Der Matthias damals hat ja auch schon sowas Ähnliches im Forum geschrieben, dass er da auch ein bisschen Sorge hat, dass es in die Richtung gehen könnte. Okay. Ja, mal schauen. Aber also bin ich jetzt noch nicht irgendwie großartig, keine Ahnung, von überzeugt, dass das so schlimm ist.
Ja, dann war es mit den News eigentlich, aber da du dich gerade schon so kurz mit einem eher abfälligen Geräusch dazu geäußert hattest, was hältst du von dem Avengers Game? Hast du davon Boah. Gameplay gesehen? Seit einiger Zeit nicht mehr. Ich glaube, das letzte Gameplay, was ich gesehen habe, war auf, was weiß ich, auf irgendeiner Showcase, wo es das letzte Mal gezeigt wurde, wann auch immer das war. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, während dieser ganzen E3, war das nicht auch in der PC Gaming Show? Während der Ja. E3-Zeit wurde doch was gezeigt. Genau, das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Also ich habe jetzt auch irgendwie keine neuen Infos. Nee, bei mir hat das Spiel sowieso komplett verloren, weil ich mache Avengers dafür verantwortlich, dass wir nicht den dritten Deus Ex-Teil gekriegt haben mit Adam Jensen. Das ist mein Hauptproblem damit. Okay, ne? Und außerdem, ich finde, es sieht relativ langweilig und belanglos aus. Ich finde es ein bisschen blöde, dass sie, auch wenn sie sehr gute Voice Actor haben, dass sie nicht die MCU-Charaktere haben, dass es davon unabhängig ist, weil das ist so, finde ich, das, was man heute, was zurzeit die Leute halt am besten kennen und wiedererkennen würden. Und ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn dann auf einmal irgendwie alles ein bisschen anders ist, aber eigentlich soll es doch irgendwie das Gleiche sein, aber auch wieder nicht. Das ist so zwischen, sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen, finde ich. Und ja, und das Wichtigste ist halt Gameplay, und da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, das reißt jetzt raus. Also, nee, ey, für mich ist das so das mit am wenigsten cooles Spiel dieses Jahr bis jetzt. Ja, sehe ich relativ ähnlich. Also, da haben sich ja vorher schon viele zu geäußert, dass es nicht so cool sein könnte. Ich meine, es gibt jetzt seit ein paar Tagen wieder deutlich mehr Gameplay zu sehen. Also, ich finde, vom Gameplay sieht es okay aus, aber ich finde zum Beispiel super lame, dass man gegen so Roboter kämpft. Also, das sind halt einfach humanoide Roboter als Gegner oft. Und das finde ich so langweilig, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ja, naja, gut, ich meine, die Marvel-Helden dürfen halt niemanden umbringen, ne? Das ist halt immer das Ding. Das ist das Problem mit ihnen, Ja. ja. Deswegen schaue ich keine Marvel-Sachen mehr. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, ich stimme dir auch ein bisschen zu mit der Optik und mit dem Wiedererkennen der Charaktere. Das ist fast so ein bisschen Uncanny-Valley-mäßig, ne? Du siehst halt, oh, guck mal, es ist Iron Man. Oh, er nimmt die Maske ab. Wer ist das denn? So, ja. Genau, also ich glaube, hat man Iron Man. Hat man den schon mal ohne Maske gesehen im Ich glaube schon, Spiel? ja. Okay. Also mir fällt es immer wahnsinnig auf, halt bei hier so Thor und Black Widow und so. Vor allen Dingen, also ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast oder irgendwann schon mal erzählt. Ich schaue ja zurzeit so ein bisschen diese Marvel-Filme durch, Stück für Stück. Und gerade wenn du das machst und dann siehst du da diese Szenen, das ist echt irgendwie ein merkwürdiger Effekt, der da eintritt. Weil es halt irgendwie die gleichen Leute sind, aber irgendwie anders. Ja, Das die ist wurden echt komisch. halt über das MCU schon so extrem etabliert, ja, über Ja. mittlerweile 15 Jahre oder so, keine Ahnung, wie lange es schon läuft, und ja. Ja, 12, glaube ich, ja. Ja. Ja, echt krass, was das irgendwie anstellt mit dem. Und mich wundert es wirklich, weil die machen das ja, das macht doch Marvel selber eigentlich, ne? Also in Zusammenarbeit Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke schon, dass es auf deren Mist gewachsen ist, denn die haben ja die Rechte letzten Endes dran. Genau, eben. Und da wundert es mich dann, dass sie da nicht sagen, okay, dann nehmen wir halt noch das Geld in die Hand und besorgen uns die Schauspieler halt. Ich meine, gut, so ein Robert Downey Jr. oder so ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade eine billige Investition. Und vielleicht kann natürlich auch sein, dass die gesagt haben, sie haben selber keinen Bock oder so. Ich weiß es nicht. Da wird schon irgendwas dahinter gesteckt haben, warum es nicht der Fall ist. Aber es ist einfach, ja, das downgradet das Spiel für mich schon ziemlich stark. Obwohl ich noch nicht mal ein Marvel-Fan bin. Also. Aber ja. Aber wie gesagt, wegen Deus Ex hat das Spiel bei mir eh schon verloren. Da hat es noch nie eine Chance gehabt. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich so begeistert. Ich dachte, ich frage mal. Gut, dann sind wir eigentlich durch für diese Woche. Diesmal sehr comic-lastig. Ja. Wenn irgendwas noch nicht beantwortet ist, wenn ihr spezielle Fragen habt zu DC, Marvel, den Helden, die es da gibt, wir sind eure Ansprechpartner. Wir werden alles zu perfekter Zufriedenheit beantworten. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback-Anregungen, dann schickt ihr das bitte per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns erreichen über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Alternativ könnt ihr uns auf dem Discord schreiben, wie es die ganzen anderen vorhin gemacht haben. Das geht, indem ihr den Discord joint. Die Daten dazu findet ihr bei Spotify oder Soundcloud in der Folgenbeschreibung. Und alternativ sind wir auch bei pcgames.de im Forum mit unserem eigenen Thread. Genau. Und wenn ihr noch spezielle Infos haben wollt zu Marvel und DC Universes, dann sind wir sowieso eure Leute. Genau, also so ist es. Ja, alles klar, Tobi. Danke für diesen Expertencast und dann Ja, super. ja, sprechen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau. Jo, bis dann.
Tschüss.